Und Ton. Ja, hallo und willkommen hier bei 2D Plays zu einer weiteren Folge König der Meere. Es ist tatsächlich schon die 11. Folge. Wahnsinn. Ja, ich bin natürlich nicht alleine hier. Mit dabei ist diesmal auch wieder unser Kapitän Liskolf Svafgradsson, gespielt von Ophelius. Svafin zum Gruße. Ja, sein erster Maat. Trüm Rotpart Volkerson, gespielt von Beorn. Grüße euch, guten Abend. Ja, unser wackerer Streiter mit der mit dem Riesen Pylos, richtig ausgesprochen. Ja, hey, Wahnsinn, ihr habt es merken können. Hallihallo. Aeoklis Alhülpia von Kagrim gespielt. Natürlich auch wieder unsere Schiffsköchin, Magerin, Zee-Mama. Fedosja Savic, gespielt von Tagu. Ja, und unser Chirurg und Kräuterkundiger Jasper Luminov, gespielt von Inuhal. Guten Abend. Ja, wir machen heute keine Zusammenfassung am Anfang. Weil beim letzten Mal war der Kapitän, ja, der Gruppe nicht dabei. Er musste sich etwas zurückziehen, um mit Svafnir etwas alleine zu sein aufgrund der Geschehnisse der letzten Tage. Wollte er mal ein bisschen in sich kehren und hat sich aufgemacht, um die Nähe von Svafnir zu suchen. Die anderen sind in der Zeit weitergefahren. Ja, und ihr befindet euch wahrscheinlich gerade, ihr habt euch ein Lager gesucht nach den Ereignissen der vergangenen Stunden und um wahrscheinlich zu rasten und euch euer Fundstück, was ihr gefunden habt, mal näher zu betrachten, zu versorgen. Ihr hattet ja ausgemacht, dass ihr zu einer gewissen Zeit immer regelmäßig Leuchtsignale gibt, dass euer Kapitän euch finden kann. Ja, das habt ihr natürlich auch gemacht. Ich meine, Liskolf, dir ist aufgefallen, dass zwischen manchen Leuchtsignalen durchaus mal eine Zeit verstrichen ist, denn aufgrund von Ereignissen wurde das einfach vergessen. Da waren andere Dinge wichtiger. Aber du konntest trotzdem deinen Weg finden, so dass du, und mit dem Hundeschlitten bist du ja so oder so schneller als die ganze Gruppe. Und ich bin schon der Meinung, dass du es schaffst, so den Lichtern zu folgen. Und du hast jetzt ja auch, sag ich mal, bist erfüllt von Svafnir, von seiner Kraft, hast du Zuversicht und, ja, so näherst du dich langsam ein Stück der Position, wo du das letzte Leuchtfeuer gesehen hast. Ja, was machen denn Trüm, Praioklis, Fildosja, Jasper? Ihr habt ein Lager errichtet, Iglus wahrscheinlich aufgebaut. Macht ihr? Also ihr habt dann Zeichen gegeben, dass der Kapitän weiß, wo ihr hin müsst. Wie beschäftigt ihr euch? Oder? Doppelte Wachen. Wer weiß, was hier rumläuft. Und wer weiß, wer hier in der Nähe ist und eventuell auf Rache sind. Okay. Ich kaue weiterhin Jerky vor. Füttere den Yeti. Okay. Ja, dann seid. Ich werde die Gelegenheit nutzen, dass wir im gebirgigen Gelände sind und zweierlei tun. Erstmal die, da es jetzt schon seit einigen Tagen nicht geschneit hat, in Sichtweite des Lagers, also in unmittelbarer Sichtweite des Lagers, zu schauen, ob ich irgendwie Spuren im Schnee sehe, sei es von Tieren, sei es von größeren Objekten, seien sie 4 Schritt groß oder auch kleiner. Und da es gebirgig ist, auch schauen, ob ich diesmal mehr Glück habe, auf der Suche nach der im ewigen Eis wachsenden Talaschenflechte. Ja, dann kannst du gerne mal eine Fährtensucheprobe machen.
Und Pflanzensuche. Das ist ja auch so ein Metatalent, glaube ich, aus. Ja. Hast du dir die rausgeschrieben? Ja, denke ich mal. Ja, denke ich mir, genau. Dazu überlege ich mir, was mit dem Kapitän für schreckliche Mitteilungen machen könnte, falls er wieder auftaucht, um meinen Schock zu übersetzen. Mhm. Ups. Gut, 5 bei Fährtenlesen. Mhm. Und zwölf bei Pflanzensuchen. Ja, also dir fallen die in der, da, wo du jetzt suchst, auf jeden Fall die üblichen Spuren von so kleinen, kleineren Tieren, die durchaus im Eis leben. Also die, ihr hattet ja auch welche gesehen beim letzten Mal. Da findest du die ein oder andere Spur, aber tatsächlich keine größere, bedrohlichere Spur. Und du kannst der Pflanzensuchen, Kräutersuchenprobe findest du tatsächlich eine Portion von dem Kraut. Genau. Ja, du begibst dich gerade wieder zurück ins Lager, als du von ein Stück hinter dir Geräusche vernimmst. Also so ein, ja, hören sich halt ähnlich an wie so ein Hundeschlitten. Ja, gut, dann. Meine erste Reaktion war natürlich erschreckt umzudrehen, weil ich einen Yeti hinter mir erwartet, der mir seine gewaltige Pranke ins Maul rammt. Aber nein, wenn ich Hundebellen höre, dann werde ich erleichtert aufatmen und mal schauen, ob ich erkennen kann, wer den Schlitten bewohnt. Und wenn ich dann sehe, dass es nicht Björn ist, sondern wohl Liskolf, hoffe ich zumindest mal, werde ich seine Richtung winken. Ja, es ist eindeutig Liskolf. Liskolf hier drüben. Ach, das werde ich wahrscheinlich hören. Ja, das hörst du. Vor allem genau, siehst, also ja, du siehst es natürlich eher, bevor du es hörst, das Winken vom Jasper. Aber, ja. Genau, dann halte ich natürlich direkt auf ihn zu. Halte neben ihm an. Jasper, da bist du ja. Geht es dir und den anderen gut? Uns geht es gut, ja. Wir sollten dir am besten alles mitteilen, was hier so passiert ist. Ja. Ich bin froh, dass du bei lebendigem Leib zurück zu uns gefunden hast. Ich bitte darum. Ich habe mir einiges an Zeit nehmen müssen und Svafnir hat tatsächlich zu mir gesprochen. Und du merkst auch, dass ich noch so ein bisschen geistesabwesend wirke. Das ist gut, denn den Zuspruch Svafnirs wirst du natürlich brauchen. Wir haben dich nämlich als Kapitän abgewählt und Iskir die Position gegeben. Was? Iskir? Dem alten... Dem nichts, sonst der kann doch nichts. Da werde ich mit Beon. Da werde ich mit Trümmer ein Wörtchen sprechen müssen hier. Trümmer hatte auch nur eine Stimme, aber er hat die Abstimmung vorgeschlagen. Insofern. Ach, er hat das vorgeschlagen, wirklich. Man sieht, wie diese ganze Entrückung so ein bisschen verschwindet in meinem Gesicht und da bitterer Ernst entsteht. Und ich schon mal mein Skraja so ein bisschen zurechtrücke. Los, wir sollten ins Lager. Wo ist das? Das ist hier, Liskolf, aber beruhig dich. Ich habe nur versucht, die Stimmung etwas aufzuhalten mit einem kleinen Scherz. Ich weiß, dass der Bornländische Sinn für Sarkasmus euch Torvalder nicht immer so ganz liegt und erkennbar ist, aber ein kleiner Scherz. Siehst du, wie ich vom Absteigen und so ganz langsam auf dich zukomme? Über so unangenehm nahe komme und sage, ich schaue dir direkt in die Augen und sage, ich habe eine schreckliche Vision gesehen. Darüber macht man keine Scherze und dann zittere ich so ein bisschen. Mhm. Ist das überzeugend, ist die Frage? Das ist schon sehr überzeugend, würde ich meinen. Okay. Ist ja gut. Aber dem Trüm, dem würde ich das trotzdem zutrauen. Der Trüm hat nichts Schlimmes gemacht. Wirklich nicht. Wirklich, du schwörst. Wir haben während deiner Abwesenheit demokratisch über alles entschieden. Es gab auch keine großen Entscheidungen zu treffen, die
besonders Tragweite hatten, aber... Ich verstehe. Alles in bester Ordnung. Wir haben sogar ein Mannschaftsmitglied dazu gewonnen. Komm, ich stelle es dir gleich vor. Oder besser gesagt, Fedosja stellt es dir vor. Ah, ich bin gespannt. Ja, dann gehen wir mal zum Lager. Ja, und... Ja, da kommt ja auch ohne Zwischenfälle an. Ja, du... Was sieht denn der Kapitän, als er ins Lager kommt? Was macht ihr da gerade? Also, ich gehe mal davon aus, dass Priokles Wache hält in diesen gefährlichen Stunden, genauso wie ich. Und ich stehe so leicht erhöht auf so einem kleinen Hügel und gucke in der Gegend rum nach Gefahren. Ja, und ich sehe eine Gefahr anrollen, schätze ich. Ja, also ich denke mal, Liskolf, das wird dir auch auffallen, dass so eine gewisse Nervosität über dem Lager liegt und dass eine besondere Wachsamkeit da ist. Ist etwas vorgefallen? Schon, aber nicht uns. Wir sind nur in einer potenziellen, wir sind möglicherweise in umkämpfte Stammesgebiete der Yetis. Das erklären wir dir gleich alles genau. Gut. Ja. Zuerst will ich die anderen einmal sehen. Ich werde wahrscheinlich irgendwie auf neben so einem Wagen so ein bisschen windgeschützt sitzen, wahrscheinlich so mit den Hunden drumherum, damit die auch noch ein bisschen Wärme spenden können. Und summe irgendwie so ein Knäuel vor mir an. Jasper, was ist das? Ich darf vorstellen, Kleinfuß. Kleinfuß? Und was macht das da? Es frisst, denke ich, oder isst. Ja, es ist vernunftbegabt. Ich verstehe. Und es ist ein Tier. Ist es? Nein, nun, nicht wirklich. Nein, es ist ein Schneeschrat. Ein Schneeschrat? Ja, oder Yeti. Oh. Ein Kind allerdings, kein Ausgewachsener, falls es dir nicht aufgefallen ist. Baby, tatsächlich. Nicht ein Kind, sondern tatsächlich Baby. Auch Baby groß, ein bisschen größer als die menschlichen Babys, klar, jetzt. Aber... Ja, ich wirke vor einem Moment wieder entrückt und sage, ich verstehe. Das wolltest du mir sagen, Svafnir. Schauen wir uns das einmal an. Ich gehe mal rüber. Ja, da siehst du halt so ein kleines Wesen in so Decken geschlagen mit so Fell im Gesicht, kleinen, so hellen, weißlichen Händen auch und ziemlich ausgemergelt. Das fällt dir auch auf, also dass das fast verhungert wäre. Es ist ziemlich... Und da jetzt, ja, Fedosja ihn jetzt irgendwas immer im Mund kaut und es aus dem Mund rausnimmt und dem Baby dann füttert. Und dabei so wiegend immer wieder hält. Ja, ich sage, Fedosja, ich sehe, es geht dir gut. Guck's auf. Ah, du hast doch den Weg wieder hereingefunden. Nach einer Weile, ja. Ich sehe, du hast dich diesem armen Geschöpf erbarmt. Das hätte ich sonst tun sollen. Nun, es ist relativ harmlos in dieser Größe, schätze ich. Aber ich muss euch gleich noch etwas erzählen, was ich gesehen habe, wenn wir uns alle versammelt haben. Ist das gefährlich? Ich versuche mal so näher zu kommen. Siehst du, wie ich so mit den Fingern so durch dieses Backenfell kraule? Ich bin ein bisschen misstrauisch. Ich fasse das einmal an und dann lasse ich es mal lieber. Und dann sage ich, gut, du musst erst noch die anderen sehen. Ja, dann werde ich mal, da ich dieses Lager nicht unbewacht lassen will, vielleicht Vetnir und Valeria bitten, Rotbart und Priokles abzulösen. Ja, natürlich, das machen die. Und dann... Ja, damit wir uns versammeln können. Schaut mal, wen ich gefunden habe. Ach, gut, dass er wieder da ist, der Captain. Ah, Priokles und Trüm. Trüm, ich habe gehört, du wolltest eine Revolte anzetteln oder sowas ähnliches. Ist das wahr? Wer hat euch denn das erzählt? Nee, ich habe Gerüchte gehört. Das stimmt. Also, das stimmt. Dann gibt es eine äußerst umfangreiche Gerüchteküche, wie man weiß. In der Tat. Aber gewiss hast du doch nur einen Scherz gemacht, nicht wahr? Dann ich weiß, so eine wirklich, eine Umarmung ist du von der ich geb dir die Umarmung, ja. Und flüstere ihnen so zu. Aber wisst ihr, Iskir wollte euren Schneesegler fahren. Ein Eissegler. Ich hoffe, das hast du verhindert.
Also. Sag. Oh nein. Ich habe keine Sorge, ich habe es verhindert. Ich wollte. Alles gut. Ja, hast du gut gemacht. Ich klopfe dir mal ganz fest auf den Rücken. Ich komme doch so ein bisschen näher und umarme ich so ein bisschen fester. Das Fass. Was? Ich bekomme es nicht mehr auf. Was? Das kann doch nicht sein. Doch. Dabei könnte ich jetzt wirklich einen Schluck gebrauchen. Ja, ich auch. Da kümmern wir uns später um. Ich krieg das bestimmt auf. Ja, das okay. Ist Dreck. Okay. Ja. Ist bestimmt eingefroren. Es ist ja auch ziemlich kalt. Also Fedosia hat uns, glaube ich, durchschaut. Was? Ja. Ich habe doch Wasser draufgeschrieben. Ja, ich weiß nicht, wie das auf dem Gott. Ich weiß es einfach nicht. Da kümmern wir uns später drum. Ich habe euch etwas Wichtiges zu erzählen. Und das mit diesem kleinen Yeti-Geschöpf da, das müsst ihr mir auch mal erklären, wo ihr das gefunden habt. Am besten, wir versammeln uns einmal. Die gesamte Mannschaft. Nein, wir können das Lager nicht ganz entblößen. Wir brauchen ein paar Wachen. Wir sind hier potenziell in Feindesland. Ich verstehe. Dann sollten wir, dann nur ihr, wenn das mit Genus geht. Ja, die Kurzfassung ist, dass wir kurz nachdem du losgefahren bist, mehrfach, insgesamt dreimal auf Spuren von, sagen wir mal, auf Spuren von Schlachten zwischen Beons Trupp und Yetis gestoßen sind. Beim ersten Mal waren es nur zwei tote Recker aus der Mannschaft von Beon. Mhm. Erst wussten wir noch nicht genau, was dahinter steckt. Sie waren, sagen wir mal, aufgestellt mit ihren Waffen, als hätte man sie, sagen wir einmal, für ein Begräbnis hergerichtet, aber nicht begraben können an sich des gefrorenen Bodens. Verstehe. Und wir wussten nicht genau, wie sie zu Tode gekommen sein konnten. Man sah nur gewaltige Kraft, die aus sie aufgeübt wurde. Beim zweiten Mal fanden wir einen Eissegler vor, der vier Tote aufwies, regelrecht teilweise zerstückelt. Ein ziemlich grausiger Anblick. Das waren alles Leute aus Beons Mannschaft. Und diesmal hat er sie nicht irgendwie für die Bestattung hergerichtet, sondern scheint irgendwie musste wohl fliehen. Und man sah deutlich, dass es Yetis waren, denn ein Yeti-Arm lag neben dem ganzen Gemetzel, ein abgeschlagener. Ich verstehe. Und dann haben wir etwas später, nicht weit von hier, eine weitere Szene eines Kampfes gefunden. Diesmal allerdings keine toten Torweller, sondern stattdessen ein Yeti-Weibchen. Und unter dem hat Fedosia diesen Kleinen hier entdeckt. Das Yeti-Weibchen von Pfeilen, von vielen Pfeilen im Rücken erschossen, die von Beons Mannschaft stammen, konnten wir identifizieren. Und daraus haben wir geschlossen, dass die Yetis sich quasi im Krieg mit Beon befinden. Wir wissen jetzt nicht genau, wie die Yetis auf weitere Torweller reagieren, wahrscheinlich erstmal feindlich. Denn ich glaube nicht, dass sie so einfach einen Unterschied zwischen uns und Beon erkennen würden. Vielleicht greifen sie auch jeden an, der in die Gebiet eintritt. Wir wissen es nicht, aber deswegen haben wir hier diese Wachen aufgestellt und sind jetzt sehr aufmerksam, weil die Yetis sind ganz weiß, also man sieht sie wirklich kaum. Ja. Man muss sehr aufmerksam sein. Sie müssen brachiale Stärke haben. Ihr müsst wissen, der Eissegler wurde mit irgendwas Schwerem getroffen. Der Katapult. Ich verstehe. Ich kann auch verstehen, dass ihr jetzt natürlich besorgt seid. Allerdings habe ich ein klares Zeichen Zwafnis bekommen. In einer Höhle hat er sich mir gezeigt und ich habe habe die Zukunft gesehen und das hier bekommen. Und ich greife mal in meine Unterkleidung hinein unter dieses dicke Fell und ziehe eine Walflosse heraus, die so in Eis eingeschlossen ist. Na gut. Es ist ein direktes Zeichen Swafniers, ein Beweis, dass er auch jetzt bei uns ist. Und ich habe gesehen, wie diese riesenhaften Gestalten, was wahrscheinlich die Yetis sind, gegen Männer gekämpft haben, die auf sie geschossen haben. Ich habe Blut gesehen und gesehen, wie die Männer von diesen Yetis niedergestreckt worden sind. Dann habe ich auch noch gesehen, dass Dörfer von diesen Yetis zerstört worden sind, die hier irgendwo gewesen sein können. Ob es die Vergangenheit oder die Zukunft ist, das weiß ich nicht. Und das Schlimmste, was ich gesehen habe, ist euren Tod. Aber dies ist eine Zukunft, die wir verhindern können. Wenn wir einfach nur zusammenhalten und Swafnir bei uns ist. Das wisst ihr woher?
Das Waffnir selbst hat es mir gezeigt. Es ist eine mögliche Zukunft. Aber ihr habt uns nur sterben sehen und nicht uns überleben. Das weiß ich nicht genau. Allerdings, ich weiß, dass Waffnir mich damit warnen wollte und mir zeigen sollte, wie ich euch hier durch diese eisige Kälte führen soll, damit wir hier wohlbehalten rauskommen. Das Waffnir ist bei uns. Hoffen wir, dass du da recht hast. Und ihr habt nicht gekämpft. Nein. Wir sollten besonders vorsichtig sein. Jetzt gerade da wir dies wissen, wie gefährlich die Yetis sein können, und ihr es ja auch gesehen habt an Beons Männern. Wir haben auch schon gemeinschaftlich beschlossen, wenn möglich, jede direkte Konfrontation zu vermeiden. Das ist gut. Wir sollten kein Risiko eingehen. Es ist sicherlich eine edle Tat von Fedosia, dass sie das Yeti-Baby an sich genommen hat. Ich glaube nicht, dass die Yetis von Grund auf ein böse Kreaturen sind, das gewiss nicht. Und möglicherweise können wir ihnen friedlich entgegenkommen, nicht wie Beorn es getan hat. Auch vermutet, dass Beorn sie wahrscheinlich angegriffen hat. Ja, vielleicht waren es Beorns Männer, die ich in meiner Vision habe sterben sehen. Du hast unsere Gesichter nicht gesehen, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Es könnte auch Beorn gewesen sein. Das klingt mich gleich wesentlich beruhigter. Sehr gut. Vielleicht habt ihr wirklich die Vergangenheit nur gesehen. Oder was gerade passiert. Das könnte sein, ja. Falls du noch mal Versionen meines Todes hast, wäre es vielleicht gut, wenn du es mir einfach nicht mitteilst. Ja, ich bitte um Verzeihung. Ich hatte eigentlich vorgehabt, es euch nicht zu sagen. Allerdings, ihr wisst, die Entrückung und die Nähe zu Swafnir, dort kann ich manchmal nicht unterscheiden, was klug ist und was nicht. Ich habe jedenfalls schon im Kopf drei Strophen über die jüngsten Ereignisse gedichtet. Vorzüglich, das wird die Mannschaftsmoral wieder verbessern. Ich hätte es euch auch gewiss nicht gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass ihr standhaft seid. Vermute ich. So sind sie bisher. Am Tage nach der nächsten Nacht stieß man auf Spuren einer Schlacht. Die Yetis hatten dort besiegt den Beonstrupp, der sie bekriegt. Noch weitere Kampfspuren waren entdeckt und unterm Yeti-Leib versteckt ein Yeti-Säugling schrie voll Schmerz. Fedosia nahm sich da ein Herz. Sie fütterte das Kind mit Brei, auf das es nicht mehr hungrig sei. Sie gab es nicht mehr aus der Hand und Kleinfuß wurde es genannt. Sehr schön. Wahrlich einige erwärmende Worte in dieser eisigen Kälte. Das wohl. Gut, wir sollten den Mut nicht verlieren. Ihr wisst, Swafnir ist immer bei uns. Auch in dieser eisigen Kälte, wo weit und breit kein Wasser ist, ist er mir erschienen. Das heißt, er wacht immer über uns. Zu dem weit und breit kein Wasser. Wir haben noch kurz, nachdem du weggefahren bist, in diesem Logbuch gelesen. Wenn du dich änderst. Und herausgefunden, dass hier durchaus wohl jede Menge Flüsse und Seen sein müssen, die nur völlig zugefroren sind. Also das Wasser ist gar nicht so fern. Ich verstehe. Gut, dann sollten wir, solange wir uns in der Nähe dieses Wassers aufhalten, da drauf quasi. Dann, ne? Dann ist uns Waffnir Segen ja gewiss. Und auch wenn wir nicht mehr darauf laufen, ist er das immer noch. Denn ich habe ein direktes Zeichen von ihm bekommen. Und ich verstaue das jetzt wieder so ein bisschen paranoid in meiner Kleidung. Hat diese Fluke eigentlich irgendwelche besonderen Kräfte? Flug? Fluke. Fluke? Du meinst diese Flosse? Ja. Ich spüre in ihr die Nähe des Waffnis wie sonst nur selten. Wenn ich sie halte, wenn ich sie bei mir habe, dann ist Waffner immer bei mir. Okay. Vielleicht enthüllen sich ja noch irgendwelche. Ich meine, es ist schon ungewöhnlich, so etwas in einer Eishöhle zu finden, muss man sagen. In der Tat, ich hatte. Es war ein äußerst
faszinierendes Erlebnis. Ich habe diese Höhle gefunden. Ich wurde geleitet von Swafnis Wogen und habe meinen Weg hinaufgefunden. Und in dieser Höhle war es so, als wäre ich von dem Wasser umgeben, von dem Rauschen des Meeres und von den Walen selbst. Es war ein unbeschreibliches Erlebnis. Ich habe mit den Walen meditiert für eine lange Zeit und habe dann, so wie es sich Geflogenheit ist, unserem Herrn Swafnir ein Blutopfer dargebracht, damit er uns auch weiter beistehen möge und wir mit ihm verbunden sind. Das klingt doch gut. Ja, wir haben uns jetzt, wie du siehst, schon für die kommende Nacht vorbereitet. Iglus sind bereit, Wachen verteilt, Feuer angemacht. Ja. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Gut, wenn nicht, dann werde ich mich wieder in die Routine eingliedern. Wunderbar. Gut. Ja, ich denke mal, ihr werdet dann das üblichen Wachen einteilen, beziehungsweise mittlerweile die doppelten Wachen. Es ist halt so wahrscheinlich so ums Lager herum, dass ihr Einsicht in alle Richtungen habt. Ja, und dann kommt auch wieder die Nacht, bricht auch wieder die Nacht über euch hinein und es ist still, es ist ruhig, es ist ungewöhnlich ruhig. Außer dem Wind könnt ihr nichts weiter vernehmen. Man hat hier auch sonst zwar wenig Geräusche, aber irgendwie fühlt sich das gerade so ein bisschen an wie die Ruhe vor dem Sturm. Ihr schlaft alle ziemlich unruhig. Ihr könnt das gar nicht so genau greifen, warum. Ihr schreckt immer mal wieder aus dem Schlaf raus. Und so langsam beginnen die Nordlichter zu weichen, die heute Abend auch wieder am Himmel standen. Und das Schwarz des Himmels weicht denen. Langsam geht jetzt dann auch die Sonne wieder auf oder es beginnt zu dämmern. Man sieht so einen grauen Schleier, der sich langsam erhebt. Die letzte Wache übernommen hatte, der macht doch bitte mal eine Sinnesschärfeprobe. Wer war das wohl? Wer hat das denn aufgeschrieben? Das steht im Kampagnendokument. Sehr gut. Die letzte Wache haben Fedosia, Lauka und dann jetzt neuerdings offenbar auch noch zwei andere, die nicht direkt eingesetzt sind. THW von 12, das passt nicht. Es sind 8 Punkte übrig, nach dem, was hier steht. Ja, aber da steht auch, dass ich THW von 12 habe, das ist falsch. Du musst es unterrechnen. Also du hättest auf jeden Fall in dem Fall 6 über. Wenn du 10 hättest, hast du 10? Du hast 10 wahrscheinlich, oder? Ja. Ich versuche mal rauszufinden, was es mit dem auf sich hat, ja? In der Zwischenzeit. Ja, aber wie gesagt, die Sinnesschärfeprobe ist dir ja, glaube ich, gelungen, auf jeden Fall, ne? Ja. Okay. Du, ihr zwei steht ungefähr an unterschiedlichen Stellen des Lagers. Valeria
hat sich zu eurer Wache dazugesellt, dass ihr zu dritt Wache haltet aufgrund der Bedrohung. Und du schaust Richtung Norden in die Hügel und meinst, Schatten zu erkennen, die sich bewegen. Was für Schatten? Große Schatten, schattenhafte Gestalten, die sich zwischen den Hügeln bewegen, oben an der Gletscherkante. Ihr seid ja jetzt ziemlich weit im Norden, so Richtung Berge gekommen, und da oben an den Bergen kannst du Schatten sehen, die sich so zwischen den einzelnen Felsen bewegen. Aber die sind noch ziemlich, ziemlich weit weg. Ja, dann würde ich trotzdem mal ganz schnell zum nächstliegenden Lager, Iglo, was auch immer, laufen und Lauka anweisen, dasselbe zu tun und das Lager leise zu wecken. Ja. Ich möchte, dass was auch immer sich da bewegt, merkt, dass wir es bemerkt haben. Das kriegt ihr auch hin. Also, Liskolf, Trüm, Priokles, Jasper, ihr werdet leise geweckt, aber eindringlich. Was wie? Nach 5 Minuten. Wir haben Gesellschaft. Aufstehen, du voller Säckel. Ja, schon. Ja, dann. Ja. Oder wir machen einfach so ganz leise so. Trüm. Ja, was auch immer. Ja, ich dann darf ich möchte ihn, als er das macht, am Ohr packen und einmal so. Ja, dann mach ich mal das nächste Jahr schon, glaube ich. Ja. Oh. Ja, den Wurf hätte ich wann anders brauchen können. Ja gut, dann richte ich mich so langsam auf und sag, ich bin wach, aber mach das nie wieder. Ja, Gesellschaft. Ach, warum sagt ihr das denn nicht gleich? Und dann nehme ich so meine Axt, heb die über so die Schulter und krieg aus dem Iglo. Ja, ich ziehe einfach schnell alles an Rüstung an, was ich irgendwie anziehen kann. Und dann kriege ich da auch raus. Natürlich rausgekrochen. Pylos dabei. Ich gehe das Yeti-Baby wieder einsammeln, was ich wahrscheinlich bei den Hunden gelassen habe, über die Wache. Okay. Ich würde... Also ist das jetzt schon... Die Sonne ist schon draußen, oder? Oder kommt gerade raus? Die kommt gerade raus. Okay. Ich würde tatsächlich mal unser Feuer dann ausmachen. Damit wir nicht zu überdeutlich zu identifizieren und zu sehen sind. Und würde schauen, ob ich auch ausmachen kann, wo da etwas ist. Und ansonsten würde ich ja bitten, dass sie uns zeigt, wo genau da irgendetwas ist. Ich würde das dann stillschweigend quasi zeigen, ja, ob ich die Schatten gesehen habe. Dürft gerne mal eine Sinneschärfeprobe machen, ob ihr die Schatten auch wahrnehmt. Mhm. Auch für jeden würde ich sagen, mit 7 übrig. Sinnesschärfe. War das aber erschwert? Ich habe gerade nicht... Schatten, was für Schatten? Nee, war nicht erschwert. Okay. Meine auch 7? Ich habe ein Talentpunkt Stern, aber gut. Okay. Dann Inuhal und Priokles. Ihr könnt die Schatten tatsächlich auch sehen. Oder beziehungsweise ihr habt jetzt nochmal einen Schatten huschen sehen, und für das ihr das auch bemerkt, jetzt es ist deutlich ruhiger geworden. Also vorhin haben die sich jetzt noch sehr stark bewegt, aber es scheinen jetzt vielleicht sind sie weggegangen, oder weil sie gemerkt haben, dass ihr jetzt wach geworden seid oder die Bewegung gesehen haben, kannst du nicht genau sagen. Priokles und Jasper, ihr habt eindeutig auch irgendwas huschen gesehen dort in der Richtung. Wie viele 100 Meter ist das ungefähr weg? Jetzt muss ich mal gerade mal gucken, wie weit kann man gut, also
400 Meter. Okay. Vielleicht auch weiter, weil es ist ja eine große Ebene, man kann ziemlich weit sehen. Also. Wie groß schätze ich diesen Schatten ein, der sich da bewegt hat? Ist das ein ausgewachsener Yeti oder könnte das einer sein? Oder was ähnlich Großes? Ja, du bist ja erfahren von im Kämpfen und hast da entsprechend, kannst das entsprechend einschätzen. Also, ja, es kann durchaus so ein ausgewachsener Jedi sein. Du würdest ihn auf 3 bis 4 Schritt schätzen. Okay. Ich nehme an, Fedosia ist noch in der Nähe. Ich würde dann mal zu ihr gehen. Ich habe jetzt nur einen Schatten da hinten gesehen, der sich bewegt. Waren das mehrere? Kann ich abschätzen, wie viele es insgesamt waren? Mach eine Schätzenprobe. Ja, mein Gott, Schätzen ist doch wunderbar. Welches Talent ich einsetzen? Ich weiß, dass es normalerweise Werte schätzen. Oh mein Gott. Glaubst, dass das mindestens 10 waren. Mindestens, wenn nicht gar noch mehr. Es waren mehrere und ich würde wirklich gerne sehr schnell aufbrechen. Die Frage ist, ob wir unser Glück in der Flucht suchen sollten oder ob wir versuchen sollten, ich weiß nicht, wie vernunftbegabt sie sind, eventuell mit ihnen Ich habe es darauf ankommen zu lassen, mit irgendwo um die 10 Yetis zu verhandeln. Was sagt ihr da? Ich sehe überhaupt nichts. Yetis? Aber wenn es wirklich Yetis sind, dann müssen wir wirklich vorsichtig sein. Ja. Wir haben gesehen, waren die jetzt alle nur in einer Richtung oder waren die schon so leicht um uns rum verteilt? Fedosia, du hast die nur in einer Richtung gesehen. Ich habe sie nur von dort vorne gesehen, aber das heißt nicht, dass sie nicht bereits daran sind, uns zu umrunden. Ja, nun, die sind wesentlich größer als wir, sind also wahrscheinlich auch wesentlich schneller. Das ist ihr Heimatgebiet, sie kennen sich hier bestens aus und sie wissen, dass wir hier sind. Das heißt mit Sicherheit, dass sie uns erreichen können, wenn sie wollen. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, umzukehren. Wir sollten versuchen, einen Weg zu wählen, der uns möglichst weg von Hinterhaltssituationen und ungünstigen Gebirgen oder Bergen führt, damit wir eine offene Fläche haben, soweit es irgendwie geht. Die Frage ist halt auch, wenn das jetzt mehr oder weniger vom selben Stamm ist wie die Mutter des Jungen und sie den Jungen haben wollen und wir jetzt in die Flucht uns begeben, ob sie uns da nicht deshalb verfolgen, weil wir den Kleinen dabei haben. Ihr habt den Kleinen nicht begraben unter seiner Mutter gefunden. Ja, aber die Mutter gehört ja wahrscheinlich auch zu irgendeiner Sippe. Nun, mit den Yetis ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Besiegen können wir sie keinesfalls. Ich habe gesehen, was sie mit Beorn, vermutlich Beorns Männern gemacht haben. Ich versuche immer noch irgendwas zu erspähen. Ich sehe immer noch nichts. Ich sehe halt auch nichts. Ja, lass aber so nebenbei so grummelnd mehr oder minder einfließen, so halt mit mir selber sprechen. Wir haben doch gesehen, was sie mit den Booten gemacht haben. Wir können doch jetzt nicht auf die Eisjäger steigen und wegfahren. Das ist doch Selbstmord. Das ist doch bescheuert. Hier bleiben ist auch Selbstmord, wenn sie der Meinung sind, wir haben ihnen das Baby geklaut. Ja, sie haben uns doch nicht angegriffen. Noch. Ja. Schätze, sie hätten uns angegriffen, hätten sie das gewollt. Sie würden doch nicht ums... Habt ihr schon mal von Schneeschrater, wie habt ihr sie genannt, Jasper? Schneeschrater, ja, so heißen sie auch. Die heimlich vorgehen gehört, wenn ich an sowas Großes denke, dass das rennt doch auf einen zu und macht viel Lärm und haut einen mit einer Keule oder ähnlichem. Das zeigt ja schon eine Art von Vernunft. In der Tat. Gut, wir sollten, wenn da wirklich Jedis sind, ich sehe keine, aber ich vertraue auf euren Scharfsinn, dann sollten wir uns möglichst leise zurückziehen. Unsere Sachen sind nicht so wichtig. Die Iglus können wir auch stehen lassen. Vielleicht ja. Erst einmal das Lager verlassen. Wollen wir sie nicht einfach mal, Lydia, ansprechen? In welcher Sprache? Ja, das ist wahrscheinlich ein Kommunikationsproblem.
Zeichensprache irgendwelcher Art? Das muss... Mein Vorschlag wäre, unsere Sachen möglichst rasch zusammenzupacken und zu einer möglichst offenen Fläche zu fahren, und zwar so schnell wie möglich, damit wir nicht so leicht in den Hinterhalt kommen können und es uns nicht so geht wie Björn, der wahrscheinlich irgendwie von Felsbrock geworfen sein muss, mit seinem Eissegler, der da zu Strecke geblieben wäre. Euer... Entschuldigung. Wir brauchen unsere Eissegler für die Zukunft, so oder so. Ich will sie ja nicht zurücklassen. Und wir haben den Vorteil, wenn wir auf einer offenen Fläche sind, sie folgen uns trotzdem, können wir wenigstens sehen, wie sie sich uns annähern. Ja. Ich bin deutlich eher bereit, mit Yetis zu sprechen, die sich uns langsam nähern, als mit welchen, die wie aufgescheuchte Bullen auf uns zustürmen. Wenn ihr euch auf eine offene Stelle begebt, dreht ihr theoretisch um. Das heißt, euer Weg führt eigentlich nach Norden, ne, in die Berge rein. Da müsst ihr hin. Wenn ihr jetzt auf eine offene Fläche wollt, dann müsst ihr theoretisch wieder zurück. Also oder einen riesen Umweg machen, wenn ihr dann nach Westen irgendwie weiter wollt. Kann ich mich irgendwie an die Vision versuchen zurückzuerinnern, ob diese Yetis aggressiv grundsätzlich sind oder ob die eher angreifen, wenn sie bedroht werden? Das ist zu schwer. Das weißt du nicht, das hast du in der Vision auch nicht gesehen, aber Fedosia hatte euch da ja, glaube ich, auch schon mal was zugesagt. Sie hat ja in den Büchern auch was gefunden. Stimmt, ja. Ja. Die Visionen waren einfach zu verschleiert, zu kurz, die Bilder einfach. Rückwärts fangen klingt nicht gut. Andererseits, was genau, ich meine, es ist einfach, es scheint mir nicht klug, in ein unwegsames Gebirge, das wir nicht kennen, hineinzufahren, wo wir wissen, dass die Yetis sind, wo wir wissen, dass sie mindestens 10 Mann stark sind, wo wir wissen, dass sie uns kämpferisch überlegen sind. Wir liefern uns ihnen damit quasi zu einem gewissen Grad aus. Das ist richtig, es ist ein hohes Risiko. Allerdings, wir haben das Yeti-Baby und wir kümmern uns um es. Das könnte als Zeichen des guten Willens gesehen werden, wenn es wirklich kluge Frage Kreaturen ist, ob sie sind. Das auch so sehen oder ob sie der Meinung sind, wir haben es gestohlen. Ich möchte nicht für den... Also die Frage ist, also wir sollten ja auch auf keinen Fall fluchtartig aufbrechen, weil das ist, denke ich, eher ein Eingeständnis von Schuld für den Einfachen, wenn wir jetzt hier wegrasen. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass wir einfach ein Stück weit auf die offene Fläche und da nochmal ein Lager in Anführungsstriche, um dann zu gucken, wie sie darauf reagieren oder da anhalten, zu gucken, ob sie uns folgen. Es kann auch sein, dass sie einfach nur in den Bergen warten, bis wir uns weiter vorwagen. Haben wir vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie symbolisch darzustellen, dass wir nicht zu Bären gehören? Bären hat irgendein Wappen. Sein Schiff wird ja eine Flagge haben. Die Frage ist, trägt er das auch so? Trägt er einen Wappenrock oder sowas mit seinem Wappen oder irgendwelche anderen Symbole damit? Natürlich, also Björn hat ein Schild mit der Seeschlange drauf. Ne? So schon. Mhm. Auch seine Mannschaftsleute von der Mannschaft haben, wenn die Schilde haben, die haben natürlich auch Schilde mit dieser Seeschlange drauf. Vorschlag. Wir könnten eine Flagge improvisieren mit dieser Seeschlange und sie irgendwie durchstreichen oder irgendwie so, als würden wir sie zertreten. Also, dass wir quasi das Anti-Wappen entwerfen. Oh. Wir könnten das. Ich weiß nicht, ob sie klug genug wären, diesen Strich unter diesem Ding, das sie aggressiv macht, zu registrieren. Wir müssen es vielleicht zerschlagen, aber das ist ein zu hohes Risiko, wenn sie dieses Wappen erkennen und direkt auf uns zugehen. Losgehen und. Frage. Mach ruhig. Ihr habt doch ein Schild. Ja. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, mit Runen und dem Wal. Das ist richtig. Es ist Svafnir gefällig. Vielleicht könnten wir das... Ihr könntet das doch einfach auf meine Axt stecken, damit das Axtblatt verdecken und wir tragen das wie eine Standarte vor uns her. Vielleicht erkennen sie das ja. Ich kann auch einfach vorher rausgehen mit dem Schild und es das zeigen. Das ist halt nicht sehr groß. Wie wäre es mit die Flagge so zu machen, dass wir den Wal haben und der aber irgendwie eine Seeschlange im Maul hat, die er quasi frisst? Das ist ziemlich offensichtlich, dass es dann der Seeschlange feindlich gesonnen ist und das Hauptbild ist immer noch der Wal.
Ich weiß nicht, ob wir nicht etwas zu viel Transferleistung von den Yetis erwarten. Ich habe keine bessere Idee, wie wir irgendwie versuchen können, Platz zu stellen, dass wir nicht zu Bären gehören. Das wäre zumindest meine... Ich glaube nicht, dass es wirklich schaden kann. Ich denke, Beorn hat wahrscheinlich auf die Yetis, wann immer er sie gesehen hat, auch aggressiv reagiert. Wenn wir nicht aggressiv reagieren, könnte das ja auch schon als... Wir sollten nicht mit gezogenen Waffen auf sie zugehen. Die Waffen müssen weggesteckt werden. Keine Waffen, keine Drohgebärden und wir sollten uns nicht zu schnell bewegen. Erhobene Hände und dass das Kind vielleicht vor die Brust gehalten. Vielleicht, ja. Dass wir zeigen, dass das Kind uns wichtig ist. Das könnte sie überzeugen. Aber ich würde das dann doch den Vorschlag annehmen, ein Stück auf die offene Fläche rauszugehen, damit wir nicht umzingelt oder sonst was. Ja, das ist richtig. Das sollten wir tun. Und für den Fall, dass sie immer noch aggressiv werden, können wir immer noch... Können wir von da auch besser fliehen. Wir können immer noch fliehen. Ja gut, dann machen wir es so. Wo auch immer die sein sollen. Ich starr mal in diese Schneegestöber raus. Momentan schneit's nicht. Achso, oh. Hat schon sehr lange nicht geschneit. Divisionen. Divisionen sehr intensiv, ja. Captain, der Hügel da, das hat sich vorhin bewegt. Oh. Ich sehe immer noch nichts. Ich auch nicht. Ich versuche es dir hinzudeuten, wo ich die letzte Bewegung gesehen habe. Ich glaube es euch einfach, führt uns einfach. Wir gehen langsam dorthin. Also, ja, ich werde, da ich und wie den Yetis mehr Intelligenz zutraue, auf meinen Schlitten so an die Seite mit Kreide trotzdem irgendwie versuchen, so zu skizzieren, einen Wal, der eine Seeschlange frisst oder so. Okay. Möglichst groß, die ganze Seitenwand bedeckend. Das ist auch schön, wenn Leon das sieht, ist das auch eine gute Botschaft. Also, das nicht deuten können. Also, wenn wir da nicht den Pakt hätten mit der Gewalt, dann würde ich auch meinen Skraja irgendwo reinhauen. Also, so fair. Und gut, ich sage noch Iski und den anderen Bescheid, dass wir das machen. Und damit für den Fall, dass die Yetis uns angreifen, müssen wir fliehen. Das heißt, die sollten sich bereithalten. Das werde ich mal der Mannschaft ausrichten. Ah ja, Captain. Machen wir. Dann gehen wir los. Hab keine Furcht. Pfeil aus in den Schultergurt. Genau, ich steck die Waffen auch weg. Okay, also, wo genau bewegt ihr euch jetzt hin? Ihr bewegt euch jetzt wieder ein bisschen nach Südwesten oder Südosten. Im besten Fall, also wie gesagt, ihr kommt halt jetzt von Süden, von Südosten, ne? Da kommt ihr gerade her. Ihr steht jetzt theoretisch an so einer Landzunge, ne? Also wo rechts und links jetzt, wie gesagt, so die Berge anfangen, ne? Und vor euch erhebt sich auch dieses massive Berggebirge. Und ihr habt jetzt halt die Möglichkeit, entweder, wie gesagt, dahin zurückzufahren, wo ihr hergekommen seid, oder halt nach Westen, Südwesten rauszugehen, da, wo ihr noch nicht wart. Und wo habt ihr sie gesehen? Nordwesten. Nordwesten, dann fahren wir Richtung Westen raus. Ich dachte, wir wollten zurück. Warten wir? Die freie Fläche, ja. Ja gut. Dann nach Südwesten, meinst du? Ach so, im Westen ist keine weite Fläche. Okay, gut, dann... Dort, wo wir schon waren, ein bisschen zurück. Gut, dann gehen wir ein bisschen zurück, dass wir dann die Fluchtmöglichkeit haben. Also jetzt doch nach Südosten, da wo ihr schon wart. Nicht nach Südwesten, da wo ihr noch nicht wart. Ja. Weil der eine sagt der Westen, der andere sagt der Osten. Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, wir hätten auf beiden Seiten eine freie Fläche. Ja, natürlich habt ihr auf beiden... Ja, wir wissen nicht genau, was Südwesten ist eigentlich. Also... Ihr seht da halt nur weiße Schneefläche im Südwesten. Ja, aber im Nordwesten sind die Yetis. Das heißt, dass wir näher an den Yetis. Und wenn wir erstmal Abstand gewinnen wollen, ist das nicht die beste Richtung. Da ist der Südosten, glaube ich, deutlich besser. Nun gut. Und den kennen wir auch schon. Nun gut. In diesem Fall können wir das Lager ja gleich evakuieren. Das machen wir ja eh. Das machen wir. Gut, dann nehmen wir alle mit. Ganz vorsichtig, ganz langsam gehen. So tun, als wäre nichts.
Ja, da steht dann vor allem die Hoffnung, dass die sich überhaupt zeigen und nicht, dass es hier dann ein Standoff gibt und wir können uns auch nicht ewig Zeit lassen. Ja. Ihr bewegt euch weiter zurück nach Südosten, so in das Gebiet, wo ihr gestern schon herkamt. Von den Felsen weg. Ihr seht dann wahrscheinlich immer zu, dass so eine gewissen Umkreis freie Fläche um euch herum ist. Und dürft gerne mal Sinneschärfeprobe alle nochmal machen. Ja, die habe ich ja glamourös nicht geschafft. Oh. Oh. Was war 9-1? 7. Geschafft. Mit 6 übrig. Okay. Jo, dann geschafft haben sie für Dossia, Priokles, Trüm mit. Hat glatt geschafft. Ja? Nee, warte mal. Biskopf reden wir bitte nicht. Und Enual hat es da auch gut geschafft, ja. Dann bis auf Liskolf und Trüm, die haben heute irgendwie Pech. Also die scheinen nicht ausgeschlafen zu sein, die dann nicht genügend Alkohol oder was auch immer. Ja. Daran liegt's. Ich sag's dir. Genau, es liegt am Alkohol. Das Fass hat er schon wieder vergessen, der Käpt'n. Nee, wir haben jetzt gerade Wichtigeres zu tun, weil das kopp ich zurück. Weil ich denke mal, weil Liskolf und Trüm, die fahren natürlich, die konzentrieren sich wahrscheinlich mehr darauf, die Eissegler zu lenken. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die jetzt nicht so die Möglichkeit haben, sich jetzt in alle Richtungen umzuschauen, weil die schaut halt, dass ihr auf der Fläche bleibt. Für Dostian Inual, ihr fahrt wieder vorne wahrscheinlich. Und Priokles. Ach nee, gar nicht. Du, für das ja sitzt ja jetzt, die fährt ja gar nicht, ne? Du sitzt ja mit dem kleinen Yeti. Ihr erkennt noch, wenn ihr euch so ein bisschen zurückschaut, als ihr euch entfernt, meint ihr wieder so ein paar Schatten in den Bergen stehen zu sehen. Aber ihr seht es jetzt nicht euch verfolgen. Ich würde dann mal die Gruppe bedeuten, anzuhalten. Ich bin ja ganz vorne in dem Fall, weil wir beschlossen haben, dass für Dossia, ja, da sie nicht mehr lenkt, Priokles nicht mehr an erster Stelle fährt. Ja. Hat jemand gesehen? Ich meine, ich habe sie wieder gesehen am Rand der Berge, aber sie scheinen nicht auf die Fläche hinausgehen zu wollen. Ja, das würde ich auch so. Was okay. Ihr alles seht. Man muss einfach, ja, wer Augen hat zum Sehen, der sehe. Nun, ich sehe mit du dem Geiste. Du hast andere Talente drin. Das stimmt. Talente. Die wir aber ausnahmsweise mal gerade nicht einsetzen wollen. sonst gerne, aber ja. Mein Vorschlag, wenn die das Gebirge nicht verlassen wollen, das ist ja auch verständlich. Ich meine, die könnten vermuten, dass wir ihnen hier einen Hinterhalt stellen. Die wissen vielleicht auch nicht genau, wie viele wir genau sind, dass sie uns auch nur auf Distanz gesehen haben. Und sie wissen nicht, wie wir auf sie reagieren werden. Vielleicht kann sich eine kleine Gruppe von uns mit ungezogenen Waffen und vielleicht dem Kind nähern und in möglichst friedlicher Art, zum Beispiel mit, die werden hier die Göttin Zar wahrscheinlich nicht kennen. Egal. Wer braucht den Zar? Nur, das ist die Friedensgöttin, deren Symbole sind normalerweise recht brauchbar, um Frieden zu demonstrieren. Ich male hier noch irgendwo ein paar dieser gefressenen Seeschlangen und Wale hin. und ihr überlegt, mal den Kopf. Was habt ihr denn dagegen einzuwenden? Nein, macht ruhig. Das ist doch eine Symbolik, wie Svafnir Ranga bezwingt, oder? Ja. Na gut, das sehe ich, ja. Gut. Und Haranga lauert überall. Insbesondere hier. Ja. Das habt ihr auch schon festgestellt. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir am besten dann mit zwei Hundeschlitten oder mit drei Hundeschlitten, also mit unseren drei Hundeschlitten hinfahren, weil die sind am schnellsten. Die sind auch vor allem am wendigsten. Die können so schnell umdrehen, wenn es nötig sein sollte. Ja, wir sollten
die mit der kleinen Gruppe, damit sie sich nicht bedroht fühlen, ohne Waffen. Ja, ich tippe mal darauf, dass ihr fünf dann wahrscheinlich vorfahrt und der andere Teil der Mannschaft dann bei den Seglern bleibt, um den Rest zu bewachen. Gehe ich da recht in der Annahme? Und ich würde ranfahren, aber jetzt nicht komplett wieder in ihr Gebiet, sondern am Rand mehr oder weniger warten und schauen, ob sie darauf reagieren und eventuell auch eine kleine Abordnung zu uns schicken. Ja, also so ein paar universelle Friedensgestik, die Hände offen zeigen, dass man sehen kann, wir haben keine Waffen, also nicht unbedingt hochhalten, aber zumindest irgendwie zeigen, das ist für diejenigen, die nicht den Schlitten lenken, Hundeschlitten lenken zumindest. Und ich würde erstmal sagen, vielleicht so auf 200 Meter an, wer weiß, wie weit die im Zweifelsfall mit Felsen werfen können oder mit, falls die irgendwelche Bögen haben, schießen können. Also ja, erstmal so 200 Meter würde ich vorschlagen und schauen, ob sie dann sich zeigen oder reagieren oder sonst etwas. Shaya tritt auch so nochmal an euch heran. Ich hörte, dass ihr da versucht, mit diesen Wesen in Kontakt zu treten. Ich finde das sehr bewundernswert, dass ihr nicht aggressiv reagieren wollt. Ich dachte mir, in manchen Kulturen ist üblich, dass man vielleicht Geschenke mitbringt. In dem Falle vielleicht Nahrung oder etwas, was die, oder andere Sachen, was man hier im Norden nicht so findet, Schmuck. Was ist denn der kleine Yeti? Fleisch. Wir könnten das. Haben wir nicht allzu viel. Ja, Fleisch werden die wahrscheinlich selber haben. Das Fass mit dem Rum, das könnten wir öffnen. Das ist ein guter Vorschlag. Aber da trinken wir es auch erst. Alkohol und so große Wesen, die das eventuell nicht gewöhnt sind, weiß ich nicht. Die Frage wäre, was könnte diese Kreaturen wollen? Ich weiß es nicht. Ah, Liskolf, ich wollte Ihnen auch noch sagen, ich spüre eine, dass ihr viel ruhiger und stärker zurückgekehrt seid. Ihr scheint ich habe durchaus bemerkt, dass ihr scheinbar eurem Gott nun näher seid. Ich habe sehr großen Respekt davor, dass ihr euch getraut habt, euch in dieser Eiswüste hier alleine zurückzuziehen. Bin froh, dass ihr wieder gekehrt seid. Und nun, drum habt Vertrauen, ihr werdet sicherlich einen Weg finden. Also man merkt halt schon, also sie, dass sie auch versucht, so ein bisschen zuversichtlich zu sein. Sie hat natürlich auch die gesehen, was diese Wesen mit den mit Beons Leuten gemacht hat. Und man hört schon, dass sie so, dass sie sich sicherer gibt, als sie wahrscheinlich eigentlich ist. Ja, haben wir ein paar Fälle übrig? Irgendetwas? Ich glaube, das sind auch Dinge, die man hier kriegt. Was mir eingefallen ist, Fedosia, du kennst doch bestimmt auch ein paar Geschichten über Trolle. Die gehören ja auch zu den Schraten. Und von denen heißt es, dass sie Süßigkeiten über alles lieben. Süßigkeiten. Und deswegen fragte ich mich, ob wir Honig dabei haben. Also ich habe ein klein bisschen dabei, aber keine große Menge. Die ist eigentlich für alchemistische Zwecke gedacht, aber wäre bereit, sie zu opfern, aber vielleicht haben wir auch welchen in Vorräten. Nicht hier. Der einzige Honig, den ich mitgenommen habe, ist der in den Verbandskisten. Der ganze Rest ist auf dem Schiff. Haben wir etwas, das glitzert vielleicht? Das mag doch jeder. Wir haben ganz viele Götterstatuen. Ja, okay. Wir hatten doch diesen leuchtenden Stein, nicht wahr? Der war nicht wirklich leuchtend. Nee. Ihr habt sehr so schimmernde Erze. Ja, da, wo die wissen die jetzt aber, glaube ich, nicht so sehr zu schätzen wie gewisse Händler. Wir hatten, sagen wir mal so, also ich habe, wie gesagt, ein bisschen Honig. Das wäre eine Sache. Was die Götterstatuen angeht, ich meine, es gab durchaus ein paar davon, für die sich niemand von uns wirklich interessiert hat. Ja, die Bohrenstatue oder so, irgendwie sowas in der das Art. Ist, was sollen diese Kreaturen damit? Das sind halt aus Schmucksteinen, die sind halt schön. Ich denke auch. Ich glaube, ich würde eher Nahrung hinbringen und
ihnen Nahrung anbieten, weil Nahrung ist, denke ich, auch universell verständlich. Ich bringe dir Nahrung und will dir damit nichts tun. Ich meine, es gibt keinen Grund, nicht mehrere Dinge auszuprobieren. Dann haben wir bessere Chancen mit mehr Versuchen. Das Problem könnte sein, wir wissen nichts von diesen Yetis. Wenn wir eine Götterstatue wählen, die irgendetwas zeigt, das in ihrer Wahrnehmung, ich möchte es nicht Kultur nennen, ich kenne sie dafür nicht genug, etwas Bedrohliches darstellt, könnten wir genau den gegenteiligen Effekt haben. Dann, da hast du wohl recht. Dann lieber eine eindeutige Botschaft. Nahrung ist eine eindeutige Botschaft. Ich meine, man kann genauso gut argumentieren, dass es vielleicht in der Kultur der Yetis als Fauxpas gilt, jemandem Nahrung anzubieten, weil man ihn vielleicht dann beleidigt und seine Qualitäten als Jäger in Frage stellt. Ich denke, wir müssen ein gewisses Risiko auf jeden Fall eingehen. Hier in dem hohen Norden ist jede Nahrung, die man finden kann, sehr wertvoll, möchte ich meinen. Und Zwaffnir ist bei uns. Ja, aber ich wüsste nicht, warum man einen Raben als bedrohlich wahrnehmen könnte, vor allem, weil es hier keine Raben gibt. Nun, ich denke, wir sollten etwas von dem Fleisch, was wir haben, mitnehmen und etwas von den anderen Speisen, die sie vielleicht nicht kennen, die exotisch für sie sind. Ich weiß nicht, was wir dabei haben, Brot oder? Ihr habt natürlich Zwieback habt ihr dabei, ihr habt natürlich Getreide, also ihr habt wahrscheinlich sowas wie Linsen und Bohnen, also Sachen, die man durchaus trocken mitnehmen kann, beziehungsweise, jetzt ist natürlich alles gefroren, auf den Temperatur, ne? Haben wir getrockneten Fisch dabei, mit Sicherheit, oder? Ja. Den nehmen wir den. Den können wir leichter wieder beschaffen als Fleisch. Ja, das stimmt. Dann nehmen wir eine. Wir können, diese Kreaturen sind sehr groß, wir sollten eine etwas größere Menge nehmen. Ich nehme auf jeden Fall Tabak mit. Weiß man ja nie. Das ist meiner Ansicht nach eine sehr universelle. Ja, okay. Jasper, wir wissen dein Opfer sehr zu schätzen. Wollt ihr nicht doch das Fass wieder öffnen für Dossia? Also nicht für die Yetis, sondern das könnte immerhin unsere letzte Fahrt sein. Ich hatte eigentlich nicht vor zu sterben, aber... Einer muss im Zweifelsfall zurückbleiben. Gewiss ist das Fass gar nicht wirklich verschlossen. Du hast es bloß nicht richtig probiert. Doch, das habe ich. Ich würde so eine einladende Geste Richtung Fass machen. Das ist jetzt der falsche Zeitpunkt dafür, auch wenn ich mich wirklich sehr gerne, aber ich habe eine wichtige Aufgabe und wir müssen uns diesen Yetis stellen. Ich habe es gesehen und wir können es schaffen. Wir nehmen den Fisch, den wir haben, nehmen ihn mit, das Baby auch, heben unsere Hände ohne Waffen und das vielleicht Baby. Vielleicht sollten wir auch noch eine Feuerstelle errichten. Wir können, Feuer ist vielleicht abschreckend für die Kreaturen. Kein Feuer. Wartet doch erstmal, wie sie reagieren, wenn wir uns zeigen. Danach können wir weiter entscheiden. Ja, wir zeigen uns. Ich gehe vor. Also ihr geht jetzt bewegt euch jetzt mit zwei Hundeschlitten wieder Richtung Nordwesten, Richtung Yetis, ja? Ja, genau. Der Rest der Mannschaft bleibt dort. Hier. Ja. Okay. Ungefähr 200 Meter Entfernung ran. Okay, ungefähr auf 200 Meter Entfernung auf diese Felsenklippen, wo ihr die gesehen habt. Gut, dann macht das doch. Ja, dann beschreibt mir doch bitte mal ganz genau, was ihr macht, wenn ihr da auf diese 200 Meter rangekommen seid. Gut, ich würde vorgehen, also ich stecke meine Waffen, ich verdecke meine Waffen auch, dass man die nicht sieht. Und ich habe halt höchstens nur mein Schild, aber das trage ich halt einfach an der Seite. Mhm. Und ich nehme einfach was von diesem Fisch, den wir haben, einfach in meine oder trage das meinetwegen auf dem Schild, dass wir das Opfergabe darbringen können, also auf den Fisch auf dem Schild und nähere mich vorsichtig und die anderen bitte ich, ein bisschen Abstand hinter mir zu folgen. Für Dossia, Entschuldigung, ja, erstmal Priokles. Ich hätte vorher die Hundeschlitten noch so gedreht, dass, falls wir angegriffen werden, dass wir dann gleich drauf springen können, mehr oder weniger, und wieder in Richtung unserer Eissegler. Okay. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Okay, dann für Dossia, wo bist du mit dem Kleinen? Wahrscheinlich direkt hinter Lissgolf. Okay. Trim? Ich. Oder Jasper erst, ja.
Ich werde mit großen Gesten zu einem derzeit nicht sichtbaren Publikum auf die Seite meines Wagens zeigen, damit sie alle sehen, dass wir Feind der Seeschlange sind. Mit etwas Abstand, so etwas rechts von der Gruppe, also rechts hinter der Gruppe, so, also ich, 10 Meter rechts hinter Fedosja entlang gehen und ja, noch etwas Tabak, etwas Honig und andere potenziellen Gaben kramen. Mhm. Ich gehe neben Fedosja, ich habe das Schild zwar nicht gezogen, ich trage es auf dem Rücken, aber falls dann der Steinhagel kommt, dass ich wenigstens die Leute, die das Kind trage, schützen kann. Okay. Ja, ihr bewegt euch wie beschrieben auf diese Felswand zu. Ihr könnt diesmal können sie alle von euch sehen. Schatten, die sich da in diesen Felsen bewegen. Oh. Wirklich so 3-4 Meter hohe Schatten. Die sich so seitlich auch von euch so an den Felswänden postieren. Und ja, dann hört ihr plötzlich ein Zischen, was durch die Luft geht. Und ungefähr so 10 Meter vor euch landet ein riesengroßer Eisbrocken. Euch ist schon klar, dass wenn sie euch hätten treffen wollen, hätte der euch getroffen. Gut, ich scheint eine Warnung zu sein, so nach, oder vielleicht auch ein Kraft Präsentation der Kraft, einfach zu zeigen, hier wir sind die Stärkeren, wir haben euch gesehen, aber so vielleicht doch. Gut, ich lege mal mein Schild ab und bedeute den anderen halt stehen zu bleiben oder höchstens zu mir aufzuschließen. Ja. Ich bleib dann auch stehen. Ja, ihr hört auch so langsam so ein Rollen, so ein gemurmeltes Grollen, so, also so ein tierische Laute, so eine Mischung aus Katze, Bär, irgendwie gemurmelte Laute, die ihr nicht wirklich verstehen könnt. Es sei denn, einer von euch spricht Yeti-Sprache, was ich jetzt mal bezweifle. Nicht wirklich. 12 natürlich? Nein, natürlich nicht. Was? Dann hast du eine Komplexität von 10 oder so. Warum rascht mich immer wieder? Fedosja, du bemerkst, wie sich das Kleine in deinen Arm bewegt, also beginnt zu winden, wie sich es anfängt so. Und, so leichte Geräusche von sich gibt. Ja, vor euch, also so ungefähr nochmal so 20 Meter vor diesem Eisblock, seht ihr plötzlich aus den Bergen, aus diesen Hügeln, sind mal wieder auch so, mal wieder so Eishügel zwischendrin, so Schatten auftauchen. Riesige Schatten, die sich so langsam aber sicher immer klarer werden, und zwar riesengroße Schratik, also Schneeschrate mit langen Fell, so ein, wie ihr dort halt auf dem Boden liegen gesehen habt. Bloß das war noch ein kleiner Schrat. Also die sind jetzt wirklich, also der kleinste davon ist 3 Meter hoch. die anderen sind so 4 Meter, die sich so langsam aber sicher so versammeln. Und als dann das kleine, so etwas lauteren Jaul ausgeht, merkst du plötzlich, wie so ein bisschen Bewegung da bei denen beginnt und so ein kurzes, wütendes Aufbrausen. Und du merkst, wie sich die da anfangen, scheinbar zu unterhalten, zu diskutieren, irgendwie mit irgendwelchen Gesten und brülligen Lauten. Und scheinbar diskutieren, als dann einer scheinbar die Oberhand gewonnen hat und auf euch zukommt, mit einem Fisch in der Hand nach vorne gestreckt. Das ist jetzt peinlich.
Wenn die Fisch mitbringen, selbst mit Fisch mitzubringen, das ist. Zum Glück haben wir mehrere Sachen dabei. Ja, ich habe die Götterstatue mitgenommen. Ich habe zwar. In mir wendet sich zwar alles dagegen, auf diesen Jedi zuzugehen, aber ich fasse mir einfach ein Herz und halte mal mein Zwafnir-Amulett fest. Mhm. Und dann gehe ich mal auf ihn zu und nehme selber einen Fisch mit. Ja, Fedosia, begleitest du Liskolf? Liskolf hat uns ja angedeutet, zurückzubleiben. Also würde ich nur das Baby dann mal so aus diesem improvisierten Stoffkörbchen rausholen. Also noch ein bisschen eingewickelt lassen, aber so, dass es halt nicht sichtbar ist. Und ich würde es dann halt so einfach nur locker festhalten. Also auch so, dass es die Yetis sieht. Wie es weiter reagiert. Okay, ja. Ich möchte erstmal gucken, was der Yeti macht. Okay, wie gesagt, der Yeti, der läuft, wie gesagt, mit diesem Fisch so vorne hin, steht dann, wie nah möchtest du an den Rang gehen? Er bleibt dann irgendwo, an diesem Fels bleibt er stehen und schaut dann erwartungsvoll so ein bisschen auf dich. Wie nah möchtest du rangehen? Ich sag mal so 10 Meter vielleicht. Jetzt ein Schritt, meine ich. Das ist sehr weit. Weißt du, so 10 Schritte, das ist halt schon so 2 Räume. Ne? Du musst dich ja dann. Na gut, dann gehe ich noch ein bisschen. Ich gehe noch ein bisschen näher, aber ich deute den anderen mal so ganz so ein bisschen. Ich versuche mal Sichtkontakt zu mir zu und dann zeige ich mal auf das Baby und stelle mal so eine fragenden. Versuche so ein bisschen Fragen zu wirken. Also meinen Kopf ein bisschen zur Seite. Er hält so diesen Fisch hoch und deutet auf den Fisch, den du da hast, und auf das Kind. Okay, ich deute mal Fedosia an, mit so einem Handzeichen näher zu kommen. Ja, ich würde mich dann auch langsam annähern, aber mir ist das nicht wohl, weil Natura sind die doch deutlich einschüchterner als Deutet auch auf euch alle, ne, so und deutet so dann auf so hinter sich. Deutet dann so mit der Hand und dann. Für alle ein Fisch. Ich deute mal den anderen, zeig mal auf den Fischkorb und zeig denen mal, dass sie herkommen sollen. dann nehme ich mal das Schild mit den Fischen auf und trage das mal hinterher. Ja, ich komme auch mit. Ja. Als ihr dann alle dann auf Liskolfs Höhe seid, guckt er auch ein bisschen länger so, macht nochmal auf das Kleine, mustert das genau, wahrscheinlich um zu gucken, ob es in Ordnung ist oder ob es Verletzungen hat, würdet ihr jetzt meinen, also so prüfend auf das Kleine. Ich würde das tatsächlich so Lion King-mäßig ausspielen. um einfach zu gucken, ob er es nimmt oder ob er es bei mir lässt. Und er nickt zu einem aus seiner Reihe, aus der, die wir begleitet haben, der auf dich zugeht und also nach dem Kind sich die ausstreckt. Gib ihm das Kind und dann. Und der andere mit dem reicht dir diesen Fisch, Liskolf. Und ich nehme den Fisch und gebe ihm dafür den Fisch, den ich halte. dann schaut er auf. Er nimmt den Fisch und dann winkt er euch so und dreht sich um, so die anderen reihen euch sich so ein und bedeutet euch theoretisch, ihm zu folgen. Okay. Das ist ja ein sehr symbolisches Tauschgeschäft. Es geht also wirklich mehr um die Geste als um den tatsächlichen Tauschinhalt. Offenbar. Das ist gut, dann kann ich meinen Honig behalten. was macht ihr? Also ich folge auf jeden Fall, ich bin sehr fasziniert. Ich muss unbedingt mehr über diese Yetis erfahren. Auf jeden Fall, da kommt die Neugier durch. Ja, ich gehe auch mal mit, vorsichtig die Reihen beäugend. Frage, was für Anweisungen habt ihr denn an die anderen hinterlassen und wie lange sollen die auf euch warten? Wir haben denen eigentlich gesagt, die sollen da warten.
falls wir fliehen, dann, dass sie sich bereit halten, dass wir dann fliehen können. In diesem Fall müssen wir jetzt halt nochmal zurück und sie holen, wenn die Yetis jetzt sich mit uns vertragen. Ich weiß nicht, ob ihr, was ihr machen möchtet, was ihr, genau, versucht, du wolltest was versuchen, ja. Ja, ich versuche mal dem einen, also sieht irgendein Yeti aus wie der Anführer oder der mit dem. Ja, der mit euch geredet hat, genau. Genau, ich zeige mal auf das Schneegebiet und dann zeige ich auf mich und sage und mache so eine umfassende Bewegung und sage und zeige dann in die Richtung, wo wir hingehen müssen. Mutter Handel. Wo Handel? Ich zeige auf den Fisch. Mhm. Ich zeige mal auf das Schild mit den ganz vielen Fischen und dann zeige ich ganz viele und dann auf das Schild mit den Fischen. Er deutet so in die Richtung, wo er mit euch hin will, sagt, Mutter Handel. Okay, wir folgen ihm einfach mal. Ich würde aber tatsächlich versuchen, seine Aufmerksamkeit zu kriegen, um auf die Hunde zu zeigen, weil die will ich nicht alleine im ewigen Eis lassen. Oh ja, die Hunde, ja. Dann würde ich sie beipfeifen, das würde man sehr verstehen. Ja. Captain, ich glaube, was er euch da mitteilen will, ist ein Name. Zumindest ein Name? Heißt das für mich wie ein Name an. Wirklich? Meine Theorie ist, es könnte drei Dinge heißen. Entweder heißt es sowas wie kommt mit oder los geht's oder sonst etwas. Oder es ist tatsächlich der Name eines Ortes vielleicht in dem Fall eher. Vielleicht heißt so sein Reich, sein Königreich, Mutterhandel. Ich habe es nicht ganz verstanden. Mrandel, Matterhandel, Mutterhandel, so etwas in der Art. Wer weiß. Also eins von bei den beiden Dingen wahrscheinlich. Oder der Anführer, Kräuterfrau oder ähnlich oder... Wir probieren nochmal was aus. Wir sollten uns vielleicht mal vorstellen, das funktioniert doch immer hier. Ich deute mal auf Liskolf und sagen: Liskolf. Liskolf. Ja. Jasper. Deutet es dann auf dich wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Mhm. Ich deute auf ihn und schaue fragend. Kopiert ihr das? Das ist sehr universell, das auf sich zeigen. Und, jetzt kommt die Klugheitsprobe. Ja. Mal schauen. Rinhor. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Ich hoffe, das ist dein Name. Rinhor. Ja. Rinhor Jasper. Liskolf. Jetzt beleidigst du ihn wahrscheinlich. Ach nö. Du bist doch gut mit Tieren jetzt. Ich habe kein Tierfreund, aber es sind auch keine Tiere. Ich habe denen ja mehr Intelligenz zugetraut als ihr. Das muss man jetzt mal ganz klar festhalten. Ich ging davon aus, dass sie abstrakte Metaphern verstehen. Wunderbar. Ja, gut, dann müssen wir halt folgen. Also, ich will aber eine Sache noch versuchen. Ja. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber ich weiß ja, dass in diesen weit hohen Norden die am ehesten umherziehenden Menschen sind ja Nobarden und die sind ja Händler, die handeln mit allen möglichen seltsamen Kulturen im Norden. Und probier mal, da ich fließend Alani spreche, einfach sagen wir mal auf Alani, verstehst du mich? Und jetzt keine geht das Reaktion. Gespräch los. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Hätte sein können, ja. Die Yetis nehmen euch, also die wie heißt das, wenn die so aneinander an euch seitlich geleiten euch, flankieren euch, genau, Spalier, genau. Die geleiten euch weiter so Richtung Norden, Richtung Nordwesten, um genau zu sein, auf die Berge und Kiesstrände zu. Und ihr marschiert eine ganze Weile. Also es ist nicht nur eben, dass ihr jetzt hier so gerade mal so 10 Minuten da hinlauft, sondern die führen euch entlang der Kiesstrände, durch zerklüftete Berge der Südküste entlang. Und
Also nach etwa 3 Stunden, wenn ihr vorher irgendetwas machen wollt, also es würde 3 Stunden, ja. Also wenn wir so lange unterwegs sind, dann würde ich, einer muss zurück und die anderen holen. Oder ihr könnt ja versuchen, den irgendwie begreiflich zu machen, dass ihr da. Okay, ich versuche dem Mann zu sagen, ich zeige auf mich und sage, und dann zeige ich auf zurück und dann versuche ich irgendwie zu zeigen, hier, warten. Ich zeige auf mich noch mehr. Vielleicht, wir können ja mal, wir sind ja hier jetzt zu fünft, und wir zeigen mal auf uns und dann, schau mal, vielleicht können Sie ja an den Händen zählen und wir zählen mal über 5 hinaus, zählen mal, ich glaube, wir sind 12 oder sowas, keine Ahnung, versuche mal also so auf die Zahl deutlich sichtbar zu zählen, die wir sind, sollte auf die Richtung, weil die haben ja gesehen, dass wir mehr waren oder dass da andere waren, ich meine, die haben uns ja verfolgt quasi eine Zeit lang, und zeige dann die Richtung und winke so in die Richtung dahin, wo die Yetis jetzt gehen. Das irgendwie begreiflich ist. Ah, und der deutet euch so ein bisschen die Höhe an, so auf eure Größe und dann nach da hinten und so nach dem Motto, die sollen kommen. Ich nicke mal, ja. Dann deutet er auf 2 Yetis und zeigt dann in die Richtung. Okay. Ich würde den Yetis bedeuten, zu warten, ganz schnell Schreibzeug rausholen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und irgendwas schreiben von wegen, bitte folgt den Yetis. Ihr findet uns. Ich weiß nicht, ob die kapieren, dass sie das übergeben sollen. Ich habe Listgolf die angereift. Ich gehe besser mit. Dass Listgolf die angreift? Ja, Listgolf. Ich meinte, das ist Iskir. Das ist eben Rückholz. Ich gehe besser mit, nicht dass Iskir missbaut. Oder am besten fährst du einfach, damit du schnell bist. Ja, weil die sind wahrscheinlich zu Fuß viel schneller als wir. Wenn du Schlitten fährst, dann. Wir sind ja jetzt noch nicht so weit weg. Wir sind wahrscheinlich jetzt, als wir irgendwie so 10 Minuten. Halbe Stunde. Nach 10 Minuten habt ihr es wahrscheinlich. Dann bedeutet ich dem Anführer sozusagen, ich zeige auf Trüm kommt jetzt mit. Ne? Ja, ich auf Trüm und dann zeige ich auf meinen Mund und auf seinen Mund und zeige dann, um ihm zu verständlich zu machen, dass das wichtig ist zur Kommunikation. Okay, gut. Ich denke mal, Trüm, du fährst dann wahrscheinlich schnell vor mit dem Wagen, um den anderen klarzumachen, dass die da euch entgegenkommen sollen. Ja. Und du wirst die dann, also den Rest, also euch jetzt ungefähr nach einer, wenn ihr eine Stunde gelaufen seid, wird Trüm euch wieder einholen und kann dann wahrscheinlich wieder mit euch zusammen dann eben in der Vorhut laufen, denke ich mal. So passt das dann. Ja, aber nach 2 weiteren Stunden, also die anderen sind noch ein Stück hinter euch, also ihr habt ja ein bisschen Vorsprung, bis die dann kommen. Also ihr seid denen bestimmt eine halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde voraus. Und wie gesagt, nach 3 Stunden gelangt ihr in so ein Felstal, in so ein schmales Felstal. Und an dessen Ende befinden sich einige Höhlen. Und mehrere Iglus wurden hier errichtet. Und als die Yetis euch so in dieses Dorf folgen, führen, kommen euch einige Yetis entgegen, also noch mehr Yetis, und die haben, anders als die jetzt hier bei euch sind, einige kleine Knochen und Federn so in ihr zottiges Fell hineingeflochten, doch sie sind euch eindeutig nicht freundlich gesonnen, denn mit zornigen Blicken und brüllend laufen die auf euch zu, brüllen euch an und die. Jetzt seid ihr auch froh, dass die Yetis euch da so flankiert haben. Ihr habt Mühe, diese zornige Meute zurückzuhalten. Murmeln irgendwas, brüllen irgendetwas, zeigen auf das Yeti-Baby. Und was dann dazu führt, dass die Meute sich da ein klein wenig beruhigt. Und dann führen die euch an eine Eishütte dran, an so eine Art Iglu, bloß etwas größer, also so eine richtige Hütte ist das eigentlich schon. Vorne sind da so Ledervorhänge dran und
macht euch so ein Zeichen, dass ihr da reingehen sollt und warten sollt. Ich nicke und dann würde ich sagen, wir gehen rein. Gehen wir rein. Ich flüstere den anderen zu, das Waffenier ist immer mit uns, er wird uns beschützen. Ja. Dieser, es ist so ein, dieser kuppelartige, es ist ja so ein kuppelartiger Innenraum, der wird durch einige kleine Tranlämpchen beleuchtet, aber auch gleichzeitig beheizt. Und wie gesagt, um die Kälte draußen zu halten, ist halt der Eingang mit Fellen verhängt und auch auf dem Boden liegen unterschiedliche Pelze, um dann die Kälte eben vom Boden abzuhalten. Die Tranlämpchen, sehen die so aus, als ob die Yetis die hergestellt haben oder könnte das eher vom Handel mit irgendjemand anderem sein? Also ist das eher, weil die haben ja doch relativ große Pranken, etwas grobschlächtiger. Das schaut eher nach Handel aus. Puh, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Frage ist, Handel mit wem? Nomaden sind es ja wohl nicht. Ja, das wäre in der Tat. Ja. Vielleicht Firnelfen. Vielleicht können wir das ja erstmal mit Estira versuchen oder so. Ich dachte, du kannst das vielleicht so. Naja, Vorteile, ich weiß nur, weil du mit den Elfen aussiehst, aber. Wie kommt ihr auf das mit den Elfen? Nun, es leben hier hoch im Norden die Firnelfen. Ich habe tatsächlich in meiner Vision eine Elfe gesehen. Eine Frau mit spitzen Ohren. Ganz gewiss eine Elfe. Schaust du für das ja. Sie war wirklich wunderschön. An mehr kann ich mich leider nicht erinnern. Erinnere mich an andere Mitglieder unserer Crew, die wunderschöne Frauen gesehen haben. Oh ja, das stimmt. Bist du sicher, dass das Swafnir war, der dir diese Frau gezeigt hat? Es war gewiss Swafnir. Zweifelst du etwa an meiner Eingebung? Nun ja. Ich murmle so in mich hinein. Ich bin mir sicher, Swafnir würde seine Kinder verstückeln, um Zeichen zu senden. Das sagst du nicht laut, ne? Ich murmel das so vor mich hin, wenn ich die Höhle inspiziere. Ja, was macht ihr in dieser Höhle? Ihr seid da scheinbar jetzt alleine gelassen worden. In der Hütte. Wir gehen auf jeden Fall nicht raus, weil ich Angst habe, dass wir alsbald dann eine Yeti-Klaue im Gesicht haben. Ja, richtig, das gilt richtig. Es zu vermeiden. Wir sollten immerhin, haben sie unser diplomatisches Angebot angenommen und hatten wohl eine ähnliche Idee, dass sie sind von Natur aus nicht böse. Sich und wir haben uns auch gegen die Anstürmenden erstmal verteidigt. Richtig, und wir haben ihnen das Baby zurückgebracht. Ich denke, wir haben eine gute Verhandlungsbasis. Gewiss wird ein Anführer von ihnen jetzt gleich kommen und mit uns reden. Reden, ja. Also, vielleicht kommt ja die Elfe, die eventuell mit denen Handel treibt und vielleicht kann die ja irgendeine Sprache, die wir auch können. Eine Elfe. Muss keine Elfe sein. Auch wenn es keine Nomaden sind, es gibt hier. Ich habe Geschichten über Schneegoblins gehört und über weißpelzige Orks und es soll auch Zwerge geben, die im hohen Norden leben. Also wer weiß, es können alle möglichen anderen Handelspartner hier existieren. Aber ja, ich finde, man sollte wir sollten uns eine Verhandlungsstrategie zurechtlegen mit unseren eingeschränkten Mitteln. Also es ist auf jeden Fall wichtig, Vertrauen und eine gemeinsame Basis aufzubauen. Richtig. Wir sollten sicher gehen, dass wir uns alle, dass wir vielleicht also sicherstellen, dass sie unsere Namen kennen und aussprechen können und wir ihren Namen kennen, dass wir ungefähr ein Gefühl dafür gewinnen. Die werden ja nicht nur einen Anführer haben, die haben vielleicht hat er auch eine Frau und vielleicht haben die sowas wie Schamanen oder Priester oder so etwas, die auch wichtig wären. Wie lange hattest du vor, zu bleiben? Naja, wir werden vielleicht nicht unbedingt die Wahl haben, sofort zu gehen. Ich würde also, eigentlich nicht gerne die Zeit haben, all diese Namen zu lernen. Ich will eigentlich nur nicht über dem Feuer enden, das wäre mir schon genug. Vielleicht können sie uns ja auch helfen mit dem. Das ist richtig. Schau mal diese Pelze an. Ist irgendein Pelz davon so groß, dass der von so einem zweizeinigen Kopfschwänzler stammen könnte? Das ist ja wahrscheinlich ein riesiges Zelt bei der Größe der Yetis.
Sind durchaus Fälle da, die sehr groß sind. Also so. Vielleicht jagen die manchmal diese zweizähnigen Kopfschwänzler. Die wissen wahrscheinlich auf jeden Fall, wo sie sind. Das ist schon mal ziemlich klar, denke ich. Wenn wir denen ein Bild von denen zeigen, können die uns vielleicht auch in die richtige Richtung deuten, wenn wir gute Kontakte aufbauen. Sie können uns sagen, das könnten wir probieren. Sie können uns auch sagen, wo Beorn ist. Vielleicht. Vielleicht. Dann wobei die Erwähnung von Beorn wahrscheinlich eher Aggressionen hervorrufen wird. Wer weiß. Ja. Oder wenn wir klar machen, dass wir genauso wenig Liebe für ihn übrig haben wie sie, vielleicht dann Begeisterung. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also ihr, nur mal vom Zeitlichen, ihr seid mindestens jetzt eine Stunde in dieser Hütte. Oh. Okay, dann werden die anderen bestimmt auch mal aufschließen. Bevor kommt. Hoffentlich. Ja. Ach, Trüm, du bist ja gar nicht da, du bist ja mit den anderen. Nee, Trüm ist da. Ach, wir sind ja, also mit dem Schlitten wieder vereinfahren. Okay, alles klar. Zurückgekommen zu uns. Ja, da war ich wieder in meiner Entrückung, wo das passiert ist. Okay. Das ist jetzt immer die Ausrede. Das ist jetzt meine Ausrede für die nächste Stunde so. Ich sage, gewiss werden sie uns nicht töten. Wenn sie uns hätten töten wollen, hätten sie das schon längst tun können. Außer sie sind Menschenfresser und mögen ihre Nahrung am liebsten ganz frisch. Ah, sagt doch sowas nicht. Was euch allerdings auffällt, während ihr in einer Stunde da in dieser Hütte seid und immer mal wieder rumläuft, das findet ihr so, da liegt so ein kleiner Elfenbeinkamm und eine kostbare, beinerne, mit so Pflanzenornamenten verzierte Flöte in der Hütte. Das ist sowas ist gewiss nicht. Nein, sowas. Die können so ein Instrument nicht verwenden, oder? Ich glaube, wie groß es ist. Ja, dann eher nicht. Außer es ist eine Nasenflöte. Ist Lauka hier? Ich würde mir das ganz unverhohlen mal schnappen und angucken. Ja. Eine Stunde lang in diesem Ding sitzen. Kannst du machen? Worauf möchtest du das untersuchen? Oder worauf gezielt möchtest du achten? Oder ich werde wahrscheinlich nicht viel rauskriegen können. Ich werde schon mal einfach mal umgucken und wahrscheinlich feststellen, dass sie definitiv kein Yeti gemacht hat. Nein, die hat definitiv kein Yeti gemacht. Es ist eine sehr, es ist eine wunderschöne, also du siehst auch sofort, dass die durchaus wertvoll ist. Und von den Ornamenten her, wie gesagt, könntest du das fast elfisch einschätzen? Weiß ich, oder habe ich irgendeine rudimentäre Ahnung davon, wie Elfen so zu ihren Instrumenten stehen? Ja. Okay. Elfen, es gibt in der Regel haben die ja so Seeleninstrumente auch, ne? Und die hängen in der Regel sehr an ihren Instrumenten. Also lieber nicht reinpusten. kann ich mir dann mal diesen Kamm anschauen? Ja, natürlich. Kannst du das machen? Okay. Ja, es ist sogar so ein recht kleiner Elfenbeinkamm. Und mach doch bitte mal eine Klugheitsprobe. Wo ich das nicht schaffe. Haarpflege muss sein, auch im Griechenland. Ja. Puh, die habe ich geschafft mit 5 Eigenschaftspunkten. Okay, du schaust dir den Kamm an, so auch von der Färbung her. Das hat so eine helle, silbrig, mondsilbrige Färbung, also so wie so Mondlicht. Und plötzlich meinst du, dass du irgendwoher kommt dir der bekannt vor? Und dir blitzt so gerade noch mal so dieses Gesicht der Frau, die du gesehen hast, auf. Und du meintest, die hätte den hier irgendwie da sieht verdammt ähnlich aus wie der, den die da in den Haaren gehabt hatte. Oh. Ich wirklich für so einen Moment wieder weggedreht und sage, ich habe diesen Kampf schon einmal gesehen. Die Elfe, die ich in meiner Vision gesehen habe, sie hatte diesen Kamm in ihrem Haar stecken. Ihr meint der uns sterben sehen habt?
Nein, das war eine andere Vision. Vielleicht war es, okay. Vielleicht war es ja auch Peon gewesen. Ich hätte euch das wirklich nicht sagen sollen. Was hat mich da so ergriffen? War diese Elfe freundlich oder böse? Sie war... Nein, ich habe nichts Besonderes wahrgenommen. Sie hat auf jeden Fall nicht böse reingeschaut und jemand angegriffen hat sie auch nicht. Ich habe sie einfach nur gesehen. Das muss eine Ich bin mir sicher, das ist ein, dass unsere Schicksale miteinander verknüpft sind. Ja, ihr, wie gesagt, man hat euch jetzt einige Zeit schon in diesem Iglu allein gelassen und es dauert ungefähr eine Stunde, bis ihr von draußen den Lärm einer recht lebhaften Diskussion vernehmt und nach einer Weile wird es wieder stiller und der Vorhang bei euch am Eingang wird zurückgezogen. Und vielleicht seid ihr etwas überrascht, als anstatt eines Yetis eine menschengroße Person in edlem Pelzwerk und in einem blauen Umhang den Raum betrifft. Und leg ganz schnell die Flöte wieder hin. Als die Kapuze abnimmt, ich leg den Kamm auch weg, so. Blickt ihr in große, saphirblaue Augen und das schmale Gesicht von blonden Haaren mit silberblonden Fäden eingerahmt, die locker um die Spitzen und fallen. Und ich gebe euch mal ein... ich habe euch das jetzt mal ins Roll20 gepostet, damit ihr mal seht. Huch, das... Durchaus adrett, die junge Dame. Wer weiß, ob die jung ist. Ja, die ist wahrscheinlich älter als wir alle zusammen. Ja, dann fangen wir jetzt nicht. Die Dame steht da vor euch und schaut euch schaut euch ein bisschen fragend so einen nach dem anderen an. Es ist natürlich eindeutig, dass da eine Elfe vor euch steht. Ne? Das Alter könnt ihr, wie ihr schon selber bemerkt habt, nur schwer einschätzen. Doch mit ihren Augen liegt unglaublich viel Ruhe, Ausgeglichenheit und auch viel Weisheit scheint in ihrem Blick zu liegen. Und ganz langsam schaut ihr wirklich so einen nach den anderen von euch an. Und bis vor sie dann mit wohlklingender Stimme die Worte an euch richtet. Sanya Bartala, mein Name ist Galandel. Wie lauten die euren? Und warum habt ihr die Waffen gegen die Zellfirma erhoben? Ich trete mal vor und sage, mein Name ist Kapitän Liskolf Svafgardsson und wir waren es nicht, die Waffen gegen die diese Wesen erhoben haben. Es war jemand, der sich Beorn der Blender nennt und seinem Mann. Und ich mach so bei der Gelegenheit. Wir kommen in Frieden. Ihr gehört nicht zu den anderen. Nein. Vielleicht möchtet ihr mir erzählen, was ihr hier habt. Ihr kennt aber die anderen. Die anderen sind uns bekannt. Es sind Rivalen von uns. Feinde, könnte man sagen. Ihr Vorgehen ist äußerst brutal. Und Rivalen für was? Bei was? Wir sind hier mit einer Aufgabe in den Norden gekommen. Wir sollen ein Tier ausfindig machen. Und ich suche mal, haben wir eine Zeichnung davon? Ja. Meine Fedosia hatte eine. Fedosia starrt diese Frau an und hat anscheinend nicht registriert, dass das ihr Q war. Fedosia! Bitte? Haben wir ein Bild von diesem zweizähnigen Kopfschwänzle? Ich kram so in meiner Tasche und ziehe meine nicht unbedingt stellare Zeichnung dieses zweizahnigen Kopfschwänzlers raus. Ich glaube, ich habe sie gar nicht gerade hier.
Sie schaut. Erzählt mir eure Geschichte. Dann werde ich entscheiden, ob ich euch glaube. Gut, dann werde ich euch die Wahrheit erzählen. Wollt ihr sie in Reimen hören? Was? Dann können sie euch auch in Versform vortragen. Es dauert allerdings einige Zeit. Ihr könnt sie mir vortragen, wie es euch beliebt. Ich möchte sie nur hören. Nun, wenn du wünschst, dann trage sie in Versform vor. Ja, wenn ich dazu aufgefordert werde, dann mache ich das gerne, aber nicht hier, weil es dauert, wie wir ja aus Erfahrung wissen, eine halbe Stunde oder so. Inzwischen. Aber ja, ich werde dann die bisherige Liskolf-Saga vortragen, die ja durchaus die Geschichte, denke ich, relativ akkurat widerspiegelt und klar machen sollte, warum wir hier sind und was bisher so vorgefallen ist. Wenn, okay. Wenn sie dann fragend reinschaut, dann erkläre ich, was das bedeutet, weil die ja auch sehr geschönt ist. Hattest du in deinen, Entschuldigung, ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, war in diesen Versen auch der Himmelsturm erwähnt? Noch nicht, nein. Okay. Dann kurz. Okay. Du merkst, nachdem du geendet hast, wie sie so einen jeden von euch nochmal eindringlich anschaut und ein jeder von euch merkt, wie sie wirklich scheint in eure Seele zu blicken. Also sie scheint tief in euch zu blicken, um euer Intention, schaut in eure Gedanken zu gucken, ob ihr eine Bedrohung seid, ob ihr das, was ihr sagt, richtig ist. Also sie schaut wirklich jeden von euch so einige Sekunden an, so dass es schon fast unangenehm ist. Und kurz bevor ihr gerade dabei seid, dann wegzuschauen, gleitet ihr Blick dann zum nächsten. Wie ich sehe, sprecht ihr die Wahrheit. Ich werde es den Yetis berichten. Ihr werdet hier warten müssen. Hab vielen Dank. Ja. Und ihr werdet abermals allein gelassen und ihr wartet abermals Minute um Minute um Minute, bis eine Stunde vergeht. Wenn ihr während der Zeit irgendwas machen möchtet, noch speziell, dürft ihr das gerne sagen. Gut. Also wir haben den Himmelsturm jetzt nicht erwähnt. Nee, das... Der ist nicht in der Saga drin bisher, weil noch nichts in der Hinsicht passiert ist, im eigentlichen Sinne. Gut, nach einer Stunde... Ja, Entschuldigung, wer hatte irgendwas? Ja, ich würde schon sagen, also wir werden uns wahrscheinlich ein bisschen unterhalten über diese mysteriöse Begegnung und dergleichen. Das ist die ich in meiner Vision gesehen habe. Sie muss irgendwie wichtig sein. Ist das und vielleicht... Sie ist ein bisschen unheimlich. Sie ist sehr hübsch auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, dass sie direkt in meine Seele schauen konnte. Ja, das hatte ich auch. Seltsam. Ich frage mich, ob es noch mehr von ihnen hier gibt. Im Dorfsens selbst sah alles sehr jetihaft aus, bis auf diese zwei kleinen Dinge. Vielleicht lebt sie als Einsiedlerin. Es ist auch eindeutig keine Firnelfe, ne? Also, Pedosia und ich glaube auch Jasper, die haben ja deutlich auch schon Firnelfen gesehen. Ihr habt vorhin ja auch in Olport welche gesehen. Das ist keine Firnelfe. Was macht eine Elfe bei diesen Yetis? Und sie scheint ja wohl ihnen zu vertrauen, denn sonst würde sie ihre Sachen, ich vermute mal, die gehören ihr, nicht hier lassen. Der Kamm ist ganz eindeutig hier und sehr so filigran. Ich denke, wenn ein Yeti den anfassen würde, würde er gewiss beschädigt werden. Wie hatte sie sich nochmal vorgestellt? Und ich gucke so in die Runde. Galandel, meine ich. Merkt ihr etwas? Ja. Yeah. Der Yeti sagte doch Wandel? Gandel, ja. Ich dachte, er sagte Muradel oder so. Nein, du hast recht, Trim. Er meinte wahrscheinlich sie. Ich denke, vielleicht ist sie die Schamanin? Oder vielleicht ist sie auch die Anführerin. Oder? Der Yeti wusste, dass sie unsere Sprache kann. Das könnte sein, ja. Vielleicht ging der Yeti davon aus, dass wir so ähnlich sind wie sie. Ich meine, wir haben ungefähr dieselbe Größe.
Und eine, wie das ja sieht, nicht ganz unähnlich aus. Vielleicht hat er da gedacht. Da der Kleine ja auch immer bei Fedosja war und Galandl ja auch hier mit ihnen in Frieden lebt, vielleicht auch daher. Jedenfalls scheinen sie ihr zu vertrauen. Wenn sie unseren Namen reinwaschen kann vor diesen Untaten, die der Blender begangen hat, dann ist das ja nur in unserem Interesse. Ja. Nach einer Stunde, wie gesagt, ungefähr, kommt Galandl wieder hinein. Die Yetis erwarten euch und eure Freunde auch. Wollt ihr mir folgen? Gerne. Hinterher. Ich werfe einen Blick zu den anderen, aber dann folgen wir natürlich. Ja, sie führt euch aus der Hütte raus. Links von euch seht ihr eine weitere, rechts dahinter seht ihr eine weitere Hütte, wo dann eure Gefährten rauskommen, die von einem von Yeti noch begleitet werden. Ihr trefft euch dann theoretisch dann so auf halbem Weg und lauft weiter so einen Pfad entlang. Und die führt euch so zu einer Höhle, also so zu den Bergen, das sind Höhlen. Ihr seht auch hier drumherum so ein Edidorf, sind einige Hütten. Und ihr werdet in eine riesengroße Halle geführt, vielleicht wahrscheinlich so eine Art Stammeshöhle, die über und über mit Gwenpytrylsteinen beleuchtet ist. Also die ganze Höhle ist in ein so ein blau-grünliches Licht getaucht und auch die natürlich sind auch die ganzen Wände bis zum Boden, alles wirkt in so einem bläulich-grünen Licht. Das heißt, Discord, wahrscheinlich fühlst du dich hier noch besonders wohl, weil es natürlich auch von den Farben her natürlich so ein bisschen sehr ans Meer erinnert, das Meer repräsentiert. Und sie deutet auf einen großen Tisch. Der da steht, da stehen Speisen drauf und einfache Schüsseln mit irgendwelchen Speisen drin und da am Kopfende könnt ihr drei Yetis sitzen sehen. Einer ist scheinbar schon was älter, zumindest würdet ihr, weil die schon leicht grau gefärbt. Das Fell und das Gesicht ist auch etwas runzliger und auch sind so und überhaupt ganz, auch es sind auch so mehrere Tische, wo Yetis sitzen und essen und Yeti am Kopfende, der steht dann auch auf und nickt euch zu und murmelt irgendetwas und die Galandl setzt euch. Gidda bittet euch, sich hinzusetzen. Gidda ist der Sprecher des Ältestenrates. Ja, ich mache mal Leute mal so eine Verneigung an, um meine Ehrerbietung auszudrücken. Und dann setze ich mich. Gidda, okay. Gidda, okay. Gidda. Ja, man deutet auf die Speisen, die da vor euch stehen. Die allesamt interessant aussehen, sagen wir das mal so. Oh, ich hatte... Da liegt unter anderem rohe Robbenleber. In den Becher, es sind dann so Trinkbecher mit einer handwarmen roten Flüssigkeit. Dann in manchen anderen ist irgendeine Breimasse drin, so Schälchen. Ja, es riecht ein bisschen, es riecht säuerlich. Ja. Kann ich identifizieren, ob irgendwas davon für uns weniger gut zu konsumieren wäre? Also was dir ganz klar wird, ist, dass dieses rote Zeug Blut ist. Eigentlich irgendein Tierblut. Das andere, das riecht wie ein Mageninhalt. Oh.
Ja, ich muss mich auch ein bisschen zusammen. Muss ich meine Mitstreiter davor warnen? Oder wäre das rein theoretisch verdaulich? Es ist rein theoretisch verdaulich, allerdings kann das durchaus zu, wenn man es nicht gewohnt ist, auch gerade vom Geschmack natürlich zu Brechreiz führen und wenn man es nicht mag. Also das ist natürlich klar. Es ist jetzt nicht giftig. Mhm. Okay, mehr wollte ich nicht wissen. Ich greife gleich mal den Becher. Es ist halt nur, sag ich mal, was es halt auch bringt. Ich meine, der Körper ist nicht unbedingt, euer Körper ist nicht so richtig rohes Fleisch zu essen. Es kann natürlich sein, dass man dadurch so Keime, Parasiten oder sowas essen kann. Wahrscheinlich haben die Yetis hinter ein bisschen abgehärtet. Da kennt sich ja für Dossa, die kennt sich ja in der Koch. Also mit deinem Kochwert kennst du dich da aus. Ne? Also da brauchst du nicht drauf würfeln. Ne? Also da kann rohes Fleisch kann dazu führen, dass man krank davon wird. Weißt du? Sag doch, wie es ist. Der flinke Diefer wartet. Für uns alle. Das ist alles gut gekühlt hier. Ja, das ist richtig. Ich greife auch gleich mal den Becher. Zumindest mal, also Kühlkette wurde hier sicherlich nicht unterbrochen. Also, der Speisesegen wird immer attraktiver. Also, ich mache das wie Björn. Ich greife mir so einen Becher von dem. Ja, die Schar, ja. Ich trinke aber nicht sofort. Ich will mit Yetis anstoßen, falls die dieses Ritual kennen. Genau. Das Blut ist nicht schlimm. Da kann nichts passieren. Die Schar, ja, die ist ihr wirklich wie. Wird richtig grün im Gesicht. Also die wird wirklich, also so die hat sich hingesetzt und so einen Blick da drauf und ist wirklich richtig grün geworden und fängt da an irgendwas zu murmeln und macht es aber nicht laut, weil sie Angst hat, vielleicht irgendjemanden zu beleidigen. Wahrscheinlich spricht die so eine Art Speisesegen oder so, damit es nicht verdirbt und scheint wahrscheinlich dann auch für alle von euch zu gelten, ne? Und die Yetis schauen euch auch erwartungsvoll an. Ja, ich, wenn sie den Speisesegen gewirkt hat, beruhigt mich das sehr. Es ist wahrscheinlich immer noch eklig, aber ich nehme auch jetzt mal wenigstens den Krug und dann, ich weiß nicht, wir können das gern probieren, dass wir den Krug erheben und dann einfach mal draus trinken. Wir können ja Galandl einmal fragen, ob man hier das Ritual kennt, mit den Bechern anzustoßen. Ja, mein Gott. Super. Ja. Bildet Vertrauen. Ja, das ist Eisbärblut. Das gibt wir ja Kraft. Yetis, Zwölf Firma, die sagen, es gibt Kraft. Und das sind Leber von Robbenleber und das Bohrenskuttentaucher, der Mageninhalt, Bohrenskutten. Mhm. Gut, ich versuch mal. Lieber die Leber. Leber, ja, Leber ist auch mein Gedanke. Ich hau alles. Probiere ja alles. Ja, wir müssen natürlich alles probieren. Mir ist das egal. Ich hau alles weg. Ich habe Schlimmeres gegessen in meinem Leben. Insofern. Ach. Okay, ja, jeder, Blut, der das Blut probiert, macht aber trotzdem bitte mal eine Selbstbeherrschungsprobe, würde ich jetzt sagen. Ist das nicht oder tatsächlich? Selbstbeherrschung ist nicht, ich hätte guter ja gesagt, Konstitutionsprobe, okay. Glaube ich. Das ist, weil Körperbeherrschung passt da nicht, aber Konstitutionsprobe könnt ihr mal machen, dass ihr das Zeug in euch behaltet, während ihr, oder Konstitution selbst, oder vielleicht, ist jetzt wurscht, Konstitution. Klasse. Konstitution. Kein Thema. Ach, das sieht ja. 12 geknackt. Kein Puh, ich hab's auch geschafft. Kein Ding. Eieiei. Nein, für das ja nicht. Oh, war ja. Für das ja ist Süßigkeiten gewohnt. Für die ist dieses herbe Zeug nichts. Das ist jetzt wirklich schade. Das hätte ihre kreatives Potenzial in der Küche erheblich erweitern können. Oh, ja. Also, Man sieht, wie für das hier so dieses Ding. Ich vermute mal, es wird kein Besteck geben. Das würde mich wundern. Ja. So eine Handvoll Mageninhalt mit den spitzen Fingern angreift und die Nase hält. Diese würge Zuckungen kriegt. Trotzdem versucht zu essen. Dann nicht ganz so still und heimlich. Sie versucht zu verstecken, aber wer immer neben ihr ist, sieht das definitiv wieder entfernt. Okay. Als Galandl das sieht, lächelt sie dir wissend zu und schiebt dir eine Schüssel rüber.
In dieser Schüssel sind Beeren drin, und zwar in unterschiedlichen Farben. Die denn aufgegraben? Es ist eine Elfe, die kann alles. Ich nicke ihr erst dankbar zu, dann ziehst du diese Schüssel zu mir, schau sie an. Siehst du, wie meine Augen kurz groß werden? Hast du noch nie gesehen. Wird so eine in die Hand nehmen? Was ist das und woher her? Narichis. Man sieht so, wie so der Koch rauskommt und sie anfängt, die so von der Schale her schichtweise aufzupulen. Das eine sieht aus wie so eine. Das eine sieht aus wie so eine Sternfrucht. Okay. Das andere wie diese, kennst du die Drachenfrucht, sowas? Ne? Mhm. Und also ziemlich exotisch, was da so. Also auch vom Geschmack passt das dann auch ungefähr so in die Richtung. Das ist deutlich magenfreundlicher. Ja, auf jeden Fall. Und wir zwingen unser Zeug hier rein. Was heißt zwingen? Also, ja, ich meine, es war sehr exquisit. Also das Firnsbärenblut, das ist stärkt. Das erinnert mich schön auch, warm. Ja. Als ich einmal diese Wette mit dem Bremer Feuer verloren hatte. Und ich sitze da mit der Elfe irgendwo so am Ende des Tisches und unterhalte mich über die Bären. Also die Leber ist jetzt nicht so, ich finde es nicht so, die Leber ist jetzt nicht so meins, aber der Mageninhalt, der ist schon ganz exquisit. Ja, ich fand die Leber gut, ich esse deine Leber und du kriegst meinen Mageninhalt. Ja, gut, tauschen wir. Ich guck auch mal so zu Gedar und mach so. Ja, also ihr kriegt ein anerkennendes Brummen und der richtet sich dann auch so, er richtet dann auch seine Worte an euch. Die Galandel übersetzt dann allerdings. Ich möchte euch danken, dass ihr das Kind hierher gebracht habt, euch gekümmert habt. Ohne euch wäre es sicherlich gestorben. Und ich habe ihnen erzählt, dass ihr einen Kopfschwänzler fangen müsst. Und es gibt hier in der Nähe ein Tal, wie übersetze ich das am besten? Das Tal der Donnerwanderer. Das ist, glaube ich, am Tal der Donnerwanderer, glaube ich, kann ich mal das am besten übersetzen. Und dort könnt ihr, dort gibt es diese Tiere, die ihr sucht. Und Gedare hat angeboten, dass man euch dorthin führen kann. Und ich selbst und auch Renhor und Rushmar würden euch dorthin geleiten und euer Tier fangen könnt als Dank dafür, dass ihr Baby hergebracht habt. Das ist wirklich sehr großzügig von euch. Wir sind euch zu tiefen Dank verpflichtet. Wir danken auch für die Vermittlung, die dazu beigetragen hat, dass dieses diplomatische Aufeinandertreffen nicht blutig endet. Wir hatten da schon gewisse Sorgen. Ja, es ist schwer für die Yetis, euch euer Volk auseinanderzuhalten. Ihr seht für sie alle gleich aus, wahrscheinlich wie die Yetis für euch wahrscheinlich gleich aussehen und ihr sie nicht auseinanderhalten könntet. Und in der Tat. Es war Glück, dass ihr euch so bedächtig verhalten habt. Und wärt ihr anders zusammengetroffen, hätte man euch wahrscheinlich erst angegriffen und dann gefragt, ob ihr dazugehört. Dann wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen. Ja. Natürlich. Aber ihr müsst sicher erschöpft sein, jetzt auch nach dem Fest. Also es ist auch tatsächlich wirklich jetzt so ein ausgelassenes Fest. Langsam, es haben einige Yetis tatsächlich so eine Art, die machen tatsächlich so eine Art Musik, also sie holen so eine Art Trommeln raus und so rasseln haben die dabei geschwungen werden und es ist so eine Art Sing-Sang, das sich da so ergibt, eher sowas
was man so was Schamanisches, was so ein bisschen Rhythmus, also mit sehr viel Rhythmus und ja, es sind aber, was ihr auch auffällt, es sind keine Feuer in der Höhle. Ne? Also es sind keine offenen Feuer irgendwo. Mhm. Ne? Aber Hab ich vielleicht doch recht gehabt, dass die Yetis kein Feuer mögen? Wahrscheinlich. Brauchen sie keins. Ja, sie essen ja ihre Sachen alle roh. Die Speisen waren roh, das ist richtig. Ja, Darüber hinaus könnten die auch kaum Feuer hier anmachen. Die haben ja nicht wirklich Zugang in großen Mengen zu Ressourcen dafür, wie Holz oder vergleichbaren Dingen. Genau, der Boden ist auch so ein Stein. Also hier ist natürlich auch so ein Steinboden in der Halane. Holz großartig. Ihr habt jetzt keine Bäume gesehen. also hier jetzt nicht. Hieß die Elfe jetzt Galandel oder Galadel? Galandel. Galandel, okay. Dann sage ich, hab Dank, verehrte Galandel, die Pause wird uns sicherlich gut tun. Ja, also ihr könnt gerne in den beiden Hütten wieder nächtigen und wenn ihr mögt, führen wir euch morgen früh direkt in das Tal. Herrin Galandel, ich hätte noch eine Frage, bevor wir nächtigen. Ja. Könnt ihr die Yetis fragen, ob sie wissen, wo unser Rivale ist? Oder haben sie vielleicht bereits getötet? Oder ähnliches? Okay. Ja, sie gibt die Frage weiter, also sie übersetzt das und der spricht da mit seinen Leuten und sie antwortet dann auch, man hat wohl noch zwei Segler, diese Schiffssegler gefunden an den Bergen, aber verlassen. Das heißt, er wird wohl in die Berge gestiegen sein. Aber ohne die Segler kann er doch unmöglich dort lange überleben und gut vorankommen. Er wird ihm keine andere Wahl bleiben, da oben kommt man mit den Seglern nicht weiter. Ah, ich verstehe. Können wir in dieses Tal ohne die Segler oder müssen wir die auch zurücklassen? Ihr kommt nicht mit den Seglern in das Tal. Ich verstehe. Dann. Das ist wichtig für die Planung, weil wir müssen ja trotzdem Vorreiter mitnehmen. Zu Fuß laufen. Wir müssen morgen zu Fuß laufen. Okay, gut zu wissen. Ihr könnt die Sachen aber hier gerne zurücklassen. Ah, gut. Das ist schön. Dann stellt sich die Frage, wie wir dieses Riesending da rausbekommen. Ja, das können wir uns tragen, wenn wir dort sind. Ja, wenn das selbst für die Hundestelle zu schmal ist, dann wird das mit so einem Babyboot schon schwierig. Naja, aber wenn die Yetis da reinkommen, die sind ja auch nicht gerade schmal, dann denke ich, sollte es für die Hundestelle eigentlich kein Problem sein. Ja, ist das eher wahrscheinlich die Frage der Felsigkeit für die Schlitten selbst, die da nicht unbedingt die eigenen Fahrzeuge sind. Breite her, denke ich, das macht was. Wir müssen klettern. Keine Hunde, keine Schlitten. Mir schläft das Gesicht ein. Klettern? Wie hoch? Tief. 20 Schritt? Weißt du, Hafnir? Aber Trüm, wir haben es doch jetzt schon so weit geschafft. Wir haben die Seile, wir können uns wenigstens damit einigermaßen sichern. Dann werden wir doch jetzt nicht an so einer Wand scheitern. Ich werde da nicht hochklettern, Kapitän. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Yetis können dich vielleicht hochziehen, wenn sie oben sind. Oder wir. Da muss ich ja auch nach unten gucken. Das mag sein, aber... Man sieht so ein fieses Feixen auf Fedosias Gesicht. Da fällt mir gerade ein, was ist eigentlich mit dem Fass? Wem sagst du das? So in die Runde. Welches Fass genau? Das mit dem... Trim, komm mal bitte. Ich bin auch leicht zerstört von der Nachricht, dass wir klettern müssen. Trim, es gibt jetzt viel wichtigere Sachen. Also wegen diesem Fass. Also du meintest doch, also Fedosia weiß davon? Ja, ich denke schon. Aha, das ist schlecht. Okay. ich räusche mich einmal und richte mich auf zu voller Würde und sage, Fedosia, was habt ihr denn mit dem Fass gemacht? Mit welchem der vielen Fässer? Wir haben das eines. Wir hatten da noch ein Wasserfass. Ach, das habe ich ausgekippt. Man sieht kurz wie so ein kleiner
Diese Würde komplett zusammengesackt. Kapitän, nein, das hätte ich gemerkt. Entschuldigt mich kurz, ich glaube, dieser Magen ist mir nicht gut bekommen. Kapitän, das hätte ich gesehen, das hättest du nicht gemacht. Ach, wirklich nicht? Puh. Das sagt mir doch so etwas nicht. Ich bin nicht hinein. Armer Kapitän. Diese Scherze, die verkrafte ich nicht. Immerhin sind wir hier in einem sicheren Ort, aber... Ja, endlich mal eine Nacht durchschlafen ohne Wache. Immerhin, diese Yetis sind das Beste, was man hier haben kann. Sie werden uns vor allem beschützen, vor allem, weil wir jetzt wissen, dass sie friedlich gesonnen sind, wenngleich ihre Nahrungsgewohnheiten nur etwas gewöhnungsbedürftig sind. Findet ihr? Ich fand es gar nicht so schlecht. Es sind die Yetis. Wir sollten das Beste ausmachen. Seht ihr, Svafnir hat uns geleitet. Und durch Svafnir sind wir sicher angekommen. Zumindest bis hier. Nun, ich würde mich vielleicht noch so für eine halbe Stunde ein bisschen das Volk mischen. Es gibt viele Dinge, die ich in Erfahrung bringen will. Ja, klar, zum Beispiel. Nun, ich werde einmal schauen, ob ich, mich interessieren zum Beispiel diese musizierenden Yetis, ich werde ein bisschen schauen, was die noch für Instrumente benutzen. Ich werde schauen, ob ich ein bisschen mit Grandel reden kann, falls sie Gelegenheit hat, dass man noch nicht selbst schlafen geht. Vielleicht sie schien ja Interesse an der Dame zu haben. Ansonsten werde ich schauen, ob ich mich noch ein paar Yetis vorstellen kann, ob ich vielleicht gestische Kommunikation beginnen kann. Ich versuche mal, ihnen zu demonstrieren, was es mit Tabakspfeifen an sich hat und ob sie da den Geruch interessant finden und ob sie das imitieren wollen. Schon, ob jemand davon mal probieren will. Solche Sachen. Einfach versuchen, Kontakt zu schließen, ihre Kultur ein bisschen zu studieren, indem ich halt mich mit ihnen austausche, in ihre festlichen Aktivitäten einsteige und dergleichen Dinge. Okay, also man wird feststellen, dass jetzt zum Beispiel haben die so Knochenrasseln, ne, als Musikinstrumente, dann so einfach auch mit Fell bezogene Trommeln, ne, und dann zum Beispiel auch so Stäbe, die so klackern, wo dann vieles ist dann halt so mit Knochen oder auch mit Muscheln, so mit Muscheln gemacht, ne, dass das dann so klackert. Interessanterweise siehst du da an einer Stelle so ein Xylophon, kann man das sagen, was das auch aus so Knochen, ne, also so Fischknochen, irgendwie sowas, ja, genau, trümmen, genau so, ne, und beziehungsweise wird dann eher so runtergehangen an so Schnüren, ne, wo man dann halt so drauf, wo man so draufhauen kann. Du merkst tatsächlich, dass sie von diesem Rauch eher abgeschreckt sind. Also damit sorgst du ein bisschen so für Panik und Angst. Da sind die irgendwie nicht so begeistert von. Dann wird das wieder ausgemacht und weggesteckt. Schade. Also gerade wo du dann auch so Feuer machst, ne, das finden die jetzt irgendwie so weniger toll. Und ja, aber du kriegst durchaus, kannst du dich da mit Händen und Füßen noch mit ihnen austauschen. Also du merkst auch, dass das durchaus ein sehr primitives Volk ist, das eine sehr einfache, eine einfache Lautsprache haben, die aber unglaublich schwer ist zu sprechen. Also es ist mehr, wie gesagt, sind mehr so Laute, also so tierische Laute, es sind keine so Vokalbildungen, wie ihr die habt. Ne? Das hast du ja auch schon bei den Namen gemerkt. Es ist, ja. Aber du kriegst dich gut verständigt und wirst auch, wirst auch immer überall neugierig betrachtet. Du merkst, dass manche durchaus noch ein bisschen vorsichtig sind, wahrscheinlich eben aufgrund der Vorkommnisse mit Beorn, ne, dass die so ein bisschen, gerade auch die Kinder so ein bisschen zurückgehalten werden. Es gibt ein paar Kinder auch, aber tatsächlich auch sehr wenig, ne, also nicht so viele. Ja. Was machen denn die anderen? Nun, ich meine, ich interessiere mich natürlich auch für die Völkerverständigung ein bisschen. Also ich schaue mir auch vor allem diese Gesänge an, die ja sehr so ein bisschen trance-mäßig sind wahrscheinlich, weil das gut für die Meditation ist. Aber ich würde natürlich auch gucken, das mit dem Fass zu klären.
Moment. Ja. Entschuldigung, ja. Ich werde dann alsbald mal zum Kapitän gehen und laut verkünden: Kapitän, ich bin sehr müde, ich werde mich zur Nachtruhe begeben und wenn ich sicher bin, dass das Dossier nicht hinguckt, mache ich. Ich nick mal so, ja. Okay, und begebe mich dann, wenn ich genau weiß, dass sie gerade irgendwie mit Galandl redet oder irgendwie beschäftigt ist, zum Eissegler und warte da auf Liskolf. Ich sage, ja, die letzten Tage haben mich wirklich sehr erschöpft. Ich werde mich auch zur Ruhe begeben. Ja, Priokles, was machst du denn? Also ich würde auch versuchen, mich mit Galandl noch ein bisschen zu unterhalten. Und zwar vor allem, wenn wir sie dann nicht mehr dabei haben, was so auf Jätisch Freund oder Friede oder Ähnliches bedeutet. Falls wir später mal mit einem anderen Stamm in Kontakt treten und dann mehr oder weniger zumindest diese Begriffe können. Ja, die nennt sie euch dann auch. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Sie nennt euch ein paar Wörter, fragt sie auch, woher wusstet ihr denn, dass das Zeichen des Fisches als Zeichen des Friedens ist bei den Jedis? Wir haben ja gedacht, mit Nahrung Angebot Frieden zu symbolisieren. Und da war Fisch dann das, was wir dabei hatten. Hattet ihr Glück? Dann muss das Schicksal auf eurer Seite sein. Fedosia, du sitzt ja auch bei Galandl. Du wolltest dich mit ihr noch unterhalten, hast du gesagt. Ja, also ich würde sie so lange ausfragen, wie sie sich ausfragen lässt, über so was ziemlich denn? Alles. Generell, ob sie alleine ist, ob hier noch mehr ihres vermuteten Stammesleben, ob es hier Firnelfen gibt, wenn ja, wo, solche Sachen. Wo die Früchte wachsen. Das auch, aber das habe ich am Essenstisch wahrscheinlich schon gemacht. Okay. Die Früchte sind aus dem Tal der Donnerwanderer, dort wachsen die. Und nein, ich bin alleine hier. Ich entstamme der Goldregenglanzsippe. Ich bin eine Auelfe aus der ursprünglich aus dem Jakirsreich, nennt ihr das, glaube ich. Und bin dort mit einigen meiner Freunde auf eine Expedition hier in den Norden aufgebrochen. Und wir waren damals noch wirklich sehr, sehr jung. Auch selbst in Männchenjahren. Und wir wollten nach alten Geschichten nachgehen, alte, die große Stadt der Harmonie und des Wissens im Norden finden. Einige angeblich stammen wir aus dieser Stadt, unsere Vorfahren, sagt man. Aber südlich hier im Yeti-Land ist unsere Gruppe auf der Reise durch das ewige Eis in einen Schneesturm geraten. Wir waren sehr schlecht ausgerüstet für dieses Klima. Wir waren jung, naiv, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und nach dem Schneesturm war ich die Einzige, die überlebt hat. Und Yetis haben mich gefunden und gesund gepflegt und aus Dankbarkeit bin ich hier geblieben. Hier beim Stamm der Chim-Chim. Tut mir leid, das zu hören. Vermute ich, dass es hier außerhalb der Täler nicht sehr viel Leben gibt. Das ist wahr. Eisbären, obwohl hier an der Küste gibt es Eisbären, Boronskuttentaucher, Robben. Aber tief ist unten weiter im Süden, wo ihr kommt, ist im tiefen Eis wenig, kaum Leben. Ja. Habt ihr, wie ihr selbst sagt, keine, aber ihr irgendwelche Firnelfen hier gesehen? Nein. Sieht so, ihr
bisschen die Schultern runtersacken, auch wenn sie versucht, sich die Enttäuschung nicht ansehen zu lassen. Und das sollte mich wohl nicht wundern. Ich würde mich dann mit dir noch ein bisschen weiter unterhalten. Okay. Ja, währenddessen draußen Liskolf und Trüm. Die geheime Verschwörung. So wie sich das für Torwaler gehört, machen wir natürlich das. Was macht ihr? Wir gehen zum Eissegler und schauen uns mal und suchen nochmal auf dem Fass. Ja, das findet ihr dort auch. Ohne Problem. Dann versuchen wir es mal zu öffnen. Das ist, glaube ich, du hast dich nur nicht genug angestrengt, Trüm. Ich versuche jetzt mal das Fass zu öffnen. So. Wie viel hattest du bei der Probe übrig? Ich habe nicht so viele Punkte drin. Maximal sind es, glaube ich, 4 oder so. Okay. Ich weiß nicht, wie viel über war. Ist schon gut. Nee, es sind sogar nur 3. So, das war der Claudibus, glaube ich, ist die Bohr. Ja, der schlimmste Zauber im Spiel. Mal. Seid froh, dass sie es noch nicht auf eure Privatvorräte angewendet hat. Wir haben keine Privatvorräte mehr, also ich zumindest nicht. Leider. Füllst du die nicht regelmäßig auf? Ja, mit was denn? Mit dem Eis aus dem Fass, um das dann wieder an dem Körper zu wärmen und flüssig zu machen? Letztes Mal habe ich es als Eis gegessen. Ja, dann versucht es doch mal. Oder wie wollt ihr denn versuchen, das aufzumachen? Also ich würde eigentlich versuchen, naja, also mit dem Skraja kann man ja vielleicht irgendwie das da so in die Lücke, weil das ist ja eigentlich, hat das fast in den Deckel, ja, hat das doch, ne? Ich gehe mal davon aus, dann würde ich versuchen, es einfach mit reiner Körperkraft einmal aufzuziehen. Das heißt, ich halte das Fass fest und ziehe einfach mal kräftig. Ich kann mich ja so ein bisschen ranhängen. Das genau, wir machen das zusammen. So, du ja, ziehst ja, und ich halte das Fass fest, genau. Ja, okay, machen wir das so. Wie viel drei Punkte hattest du rein investiert? Du bist gemutet. Ich müsste gucken, ich weiß es nicht mehr. Das wäre lieb. Dann kann ich den Herren dann nämlich sagen, was die für eine Erschwernis haben. Garantiert alle. So viele hatte ich nicht. Ja, also, war kurz nach dem Schiffssituation. Ja. Ich werde wahrscheinlich nur das reingepuckt haben, was ich absolut reinpacken musste. Also mindestens muss man 3 reinpacken. Ja, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr als 3 reingepackt haben. Entschuldigung nochmal, wie viele Zauberfertigkeitspunkte hattest du? 3, sagtest du? Nee, doch. 3, ich kann 3. Den nicht so geben. Gut, dann, wenn ihr das jetzt mit reiner Kraft machen wollt, dann habt ihr ein Erschwernis von 6, bitte. Von 6? Okay. Okay, Körperkraft, ne? Die Torwaler und die kriegen bei einer Erschwerung von 6 das Muffensausen. Aber wenn, nee, komm jetzt so, komm mir nicht so hier. Jetzt kommt das Körperkraftsmirakel. Wenn wir machen das ja, wir machen das ja. Das Körperkraftsmirakel. Wir machen das ja mal meine zweit. Hilft uns das irgendwie? Erschwernis von 12. Toll. Weil jeder in eine andere Richtung zieht. Ich drück, du ziehst, dann kriegen wir das Fass schon auf, ne? Ja, ihr könnt die natürlich zusammen machen und dann entsprechend müsst ihr halt trotzdem die 6er Erschwernis dann schaffen. Also wenn er hat. Ja, aber wenn ich doof bin, gibt es in DSA 4 keinen Kraftakt. Nee, gibt kein Kraftakt bei DSA 4. Ah, okay, das gibt's nicht, okay. Achso, ich habe minus 6 gemacht. Verzeihung, falscher Film. Oh, falscher Film. Ich habe mich so gefreut gerade. Ja, du kannst ja den Wurf nehmen. Das ist eine 10. Das hätte ich geschafft, dann, tatsächlich. Aber, Das wäre eine Punktlandung mit 10. Uff. Da hast du 16 Kraft. Ja, das habe ich auch minus 8 nicht geschafft. Dann doch nicht. Wieso hast du, was für eine Körperkraft hast du denn, Turm? 16. Ja, ich habe immerhin auch 5. 15, ja. Ja, dann, Trüm, kriegst du auf. Oh, beschreib doch mal, was du machst, genau. Ja, ich nicht.
Ja, der Kapitän hängt sich so das Versack. Das rutscht mir so aus der Hand raus. Oh, meine Güte, was ist denn da? Wer hat denn das zugemacht? Ich versuche mich halt, weil ich schon sehe, dass der Kapitän dann so dran hängt wie so ein Schluck Wasser. Ja. dämpfe ich mich auch dagegen, versuche das quasi so von der anderen Seite aufzuhebeln, indem ich die eine Kante so gegen meinen Bauch stemme und falle dann wahrscheinlich so halb nach hinten um. Aber das ist ja gefroren. Deswegen fällt dir jetzt ein Rum-Eisblock auf den Kopf. Voll okay. Habe ich kein Problem mit. Ja, mit einem großen Ruck wahrscheinlich ziehen wir das dann so raus. Es ist offen. Ich hab doch gesagt, du hast dich beim ersten Mal nur nicht genug angestrengt. Kapitän, ich hab gezogen, wie verrückt. Ja, aber wieso ist das denn so dick so zu gewesen? Ich stelle mir gerade so die Szene vor, so spielen einige Gäste auf den Instrumenten, da steht Fedosja, fragt gerade, gibt es hier irgendwelche Fernöfen? Und da hinter dem Eiszeiger sind so zwei Chaoten, wenn gerade ein Eisblock auf den Kopf fällt, die sich gegenseitig über ihre Fasstechnik-Öffnung anschreien und so. Ein Trümmchen. Man hört wahrscheinlich noch so ein leises Au vom Eiskopf, der einen getroffen hat. Dann rufe ich, das ist ja gefroren. Und dann aber gleich nach dem Au an. Ja! Beißwaffen hier endlich! Wir haben es geschafft. Wir müssen es jetzt noch irgendwo ein Feuer entzünden und es auftauen. Und das sage ich richtig laut. Ich drehe mich um. Psst. Die sind ja draußen bei den Singen, die sind nicht in der Nähe. Also das ist ja okay. Darf ich würfeln, ob ich das höre? Ihr seid in der Höhle, also das die ist ja auch geschützt und die sind halt draußen bei den Eissägen. Das ist schon zu weit, das hörst du nicht. Ja, gut. Das sind bestimmt 100 Schritt, die das weg sind. Ah, ja, das und ist gut. Gut, dann. Du hast aber natürlich mitbekommen, dass die beiden rausgegangen sind. Ne? Das hast natürlich. Sie haben ja gesagt, warum. Sie wollen schlafen gehen. Sie wollten schlafen gehen. Ja, richtig. Das wäre ja eine Frage mit Zauberkontrolle. Ich merke ja, wenn mein Zauber fehlschlägt. Aber du merkst nicht, wenn es auf. Also es ist während des Zaubers, aber du merkst es nicht, wenn es aufgemacht wird. Ja, dann werden wir jetzt mit großen Freuden tänzen, dann irgendwo weiter weg von den Yetis, wo die es nicht stört, Feuer machen und diesen Eisblock schmelzt und dann aber wieder ablecken, wenn da was runter. Ja, wir könnten ja so klein machen und die dann in Töpfe packen oder irgendwie sowas. Und dann... Genau, das ist eine gute Idee. Wir verschneiden mehr. Ich nehme einfach mal ein Skraja und wir hauen da einfach mal so. Also auf wie auch immer das jetzt ausgeht, es wird wahrscheinlich... Finde ich gut, dass wenn ihr Feuer macht, kriegen die Yetis durch. Ach ja, das kocht ja den Alkohol. Naja, wenn es flüssig ist, ist okay. Nein, bis es flüssig ist, sonst wird das ja auch warm. Das ist ja ekelhaft. Das stimmt, das wollen wir ja nicht. Genau, ja, nur bis es flüssig ist, genau. Wenn es flüssig ist, dann füllen wir das einfach ab. Und ja, wie auch immer, wie lange auch immer das dauert, dann wird man wahrscheinlich dann, wenn das klappt... irgendwann einen sehr betrunkenen Trümm und Listkäufern haben. Ja, also betrunken ist jetzt die eine Sache, wir vertragen ja viel. Aber ja, das ist richtig. Wie viel von dem Fass habt ihr leer gemacht? Mal ganz im Ernst. Wie viel davon vernichtet ihr? Ich glaube, das war nur noch halb voll, als wir es mitgenommen haben. Halb voll, ne? Es ist ja ein riesiges Fass, ne? Also ich denke mal, so realistisch ist ein halber Liter, oder? Pro Person, schätze ich mal. Dann ist da rum. Ist schon ordentlich. Aber Liter für Rum ist schon ordentlich, ja. Also wie viel ist am Ende noch drin? Ja, also noch genug, ne? Also da ist bestimmt noch ein Drittel drin. Ja, da wird mehr drin sein. Das sind große Fächer. Kennt ihr diese Whisky? Kennt ihr diese Riesenfächer? Also wenn ihr da einen halben Liter rausholt, dann fällt das eigentlich kaum auf. Ja, dann haben wir eigentlich eigentlich kaum was rausgenommen. Im Endeffekt, wir hacken uns ein kleines Stück ab und dann schmelzen das und dann trinken wir das einfach, wenn es noch kalt ist. Und dann füllt ihr hoffentlich auch wieder eure eigenen Reserven auf. Ja, klar. Oder seid ihr nicht mal nichts ist immer noch weg. Oh nein! Ich hätte das machen sollen. Verdammt. Naja, egal. Also ich habe noch eine Flasche. Ich hoffe, ihr macht auch das Fass wieder zu. Ja, klar. Aber wie kann das denn sein? Ich hab doch Wasser drin. Na gut, wahrscheinlich jetzt bitte. Okay. Egal. Ja, denk mal, ihr werdet alle noch auf die eine oder andere Art schön feiern, bis ihr euch dann irgendwann zur Ruhe begebt. Und ihr werdet dann
Spätestens, wenn die Fedosia dann nachher auch mit in die Eishütte kommt, wirst du riechen, dass die beiden nach Alkohol riechen. Also das, oh nein. Das fällt natürlich auf. Die liegen dann wahrscheinlich, wenn du kommst, so mit so einer glückseligen Miene im Gesicht da im Zelt und schnarchen laut. Und du riechst also den Alkohol da bei ihnen. Vor allem, sag ich mal, wo sie das Eis natürlich zerstückelt haben. Die Spritze sind natürlich auch auf die Klamotten. Ne? Das riecht natürlich die Klamotten auch so ein bisschen dann jetzt nach Alkohol. Und ja. Cool. Der Spieler in mir möchte jetzt ein Clarumpurum auf beide setzen. Nein. Wenn doch, ja, wird sich das Ganze da anschauen. Wird tatsächlich milde lächeln und dann zum Fass gehen, das ordentlich zumachen und weil sie sich doch nicht verkneifen kann, einfach mal so ein Auge drauf malen, so zwei Augen. Oh, oh. Das gibt ein Rätsel für Listgolf und kommen, wenn die wieder hin. Ja, ihr wacht dann auch. Ja, sehr schön. Irgendwann auf, am Morgen. Die Listkopf und Trommel schon. Entschuldigung. Ja, ihr dürft alle regenerieren. Ihr dürft auch alle einen Intuitionswurf bzw. Klugheitswurf machen für mehr Regeneration. Cool, ja. Intuition oder Klugheit. Cool. Nee, also ich meinte Fedosia, ich glaube nicht, Fedosia ist Klugheitwurf. Intuitionswurf. Konstitution. Genau, ja, und richtig, Fedosia ist Klugheitswurf für mehr. Bei der 20 spricht mir das nicht. Ja, ich würfel einfach auch direkt irgendwie, ist ja auch egal. Ich habe sowieso keine Lebenspunkte verloren. Ich leider schon. Ja, und ich habe leider die Nacht sehr schlecht geschlafen. Oh. Aber es gibt Karma-Punkte. Einen. Endlich wieder voll. Moment mal, wieso steht bei mir 26 Lebenspunkte? Habe ich doch welche verloren? Oh ja, und upsi, ich muss doch würfeln. Natürlich hast du, warst da auch verletzt. Ja, das habe ich, ich war weggetreten. So, drei. Okay. Ich war weggetreten. Das sind immer die Visionen. Die Visionen sind ja, ich muss mir jetzt eine neue Ausrede ausdenken. Oh. Immerhin erhole ich mich auch etwas von meinen Wunden. Okay. Ja, frühmorgens reicht man euch dann auch entsprechend erstmal wieder ein Frühstück, so ihr das dann möchtet. Für das ja, du kriegst eine Schale mit Früchten. Den anderen scheint ja das Essen geschmeckt zu haben. Die kriegen entsprechend auch, kriegt Fisch vorgelegt. Ah, das ist doch mal was. Oh Fisch, ja, oh ja, schön, schöner Fisch. Hoher Fisch. Das geht aber. Das ist wie Sushi. Genau. Das kennen wir zwar nicht, aber. Nee, aber es muss ja so schmecken, so ähnlich, nicht? Ja, klar. Roher Fisch, klar. Wie Sushi. Ja. Wunderschön. Ja. Oh, als dann kurz darauf sich auch Galandel und Rinhor und Rushma, die sich da vor euch stellen und euch zunicken. Nun, wenn ihr bereit seid, dann brechen wir auf. Wohl an, lasst uns aufbrechen. Ja, dann schauen wir, dass wir auf jeden Fall unsere Klettersachen mitnehmen. Ja, die Seile, die Haken. Ein bisschen Proviant und Dinge, von denen wir glauben, dass sie hilfreich dabei sein könnten, so ein Kopffenster einzufangen. Ja, beim Wort hilfreich. Genau. Werkzeuge ein bisschen, sowas wie Spaten, falls wir eine Grube bauen müssen oder sowas. Oder Seile und sowas. Ne? Ja, Seile und Haken, die wir, glaube ich, haben. Wir haben ja auch Kletterausrüstung. Ja, wir haben extra Kletterausrüstung. Und ist es gut, dass wir das wissen, dass uns das was uns erwartet, dann können wir uns noch besser darauf vorbereiten. Ja, sie führt euch auch den Weg weiter auf die Küsten, also die Küsten entlang, die Berghänge. Küsschen lang, als ihr dann auch irgendwann eine halbe Stunde unterwegs seid, auch tatsächlich an zwei Eisseglern vorbeikommt, die dort zurückgelassen wurden und auch völlig zerstört sind. Und wenn ihr nachfragt, sagt Galandel auch euch auch, dass die von den Yetis zerstört wurden, als man die hier gefunden habt. Und Das müssen die von Beorn sein.
sie führt euch weiter Richtung Nordosten, in den Nordosten der Bucht, zu einer Stelle, wo ein dampfender Wasserfall über eine mehrere Mannslängen hohe Steilklippe hinabstürzt. Und ja, sie deutet dort hoch, da irgendwie daneben ist so eine Art Höhleneingang, so ein Vorsprung. Ach, dort müssen wir rauf. Ich kletter voraus und zeig euch, wo es sicher ist. Ja, der hier unten am Boden hat also das Wasser so circa 20 Schritt großen Halbkreis ins Eis geschmolzen. Mhm. So deswegen geht sie auch ein bisschen mit Entfernung vom Ufer, weil da kann das an manchen Stellen halt das Eis noch sehr dünn sein, dass man da auch einbrechen kann. Ja, und fängt dann an mit geübten Schritten und sehr behende, da die... Ja? Ich würde, ja, wenn sie das in Ordnung findet, ein Seil, ein Kletterhaken und einen Hammer mitgeben, damit sie das befestigen kann und wir ein Seilpotenzial haben als zusätzliche Hilfe beim Klettern. Gut, in Ordnung. Sehr ja, schön. Sie klettert dann ja, hoch und macht dann an den gut. Stellen so ein paar Haken dran und bindet dann, wenn sie oben angekommen ist, an der Höhle das Seil an. Macht bitte jeder von euch eine Kletternprobe, erschwert um 2. Ich ziehe auf jeden Fall meinen Anorak vorher aus. Den kann ich zum Klettern nicht anbehalten, sonst ist das unmöglich. Okay, ja, mit dem Anorak ist das super schwer. Den könnt ihr natürlich, ihr habt ja alle Rucksäcke, ihr könnt den ja so in den Rucksack rein drehen, da in den... Genau, das ist eine gute Idee, dann ist ja, dann kann man den, wenn wir oben sind, wieder rauskramen und wieder anziehen. Dann haben wir eine normale Belastung. Was ist denn das? Okay. So, jetzt heißt nicht nach unten schauen. Klettern, da bin ich doch bestimmt gut drin, nicht wahr? Haltet ihr die Stellung. Nein, klettert ihr voraus, ich halte die Stellung. Wir können euch nicht hier zurücklassen. Doch, könnt ihr. Ich glaube, das wird gleich ganz schmerzhaft. Nein, es ist sogar gelungen. Ich würde dann so wieder die Hand von diesem Eisblock nehmen und wieder zur Trip zurücklaufen. Obwohl, erschwert braucht ihr, glaube ich, ihr habt ja jetzt Seil und Kletterhaken, also ganz normale Kletterprobe, fällt mir gerade auf. Oh, okay. Selbst mit der Erschwernuss habe ich es geschafft. Okay. Hoppsachs. Nee, weil mir ist ja gerade aufgefallen, ihr habt ja Seil und Kletterhaken, deswegen ist die tatsächlich. Okay, das ist gut. Denn das kann, dann schaffe ich das sogar noch. Mit einem Talentpunkt. Uff, ich habe nur 3. Ja, ich würde dann trotzdem wieder zu Trip zurücklaufen und so ein bisschen die Schulter auf die Schulter legen und ein bisschen drücken. Ich zögere auch so ein bisschen, aber kletter dann. Ja, du hast doch sonst vor so wenig Angst. Warum möchtest du nicht klettern? Weil die Höhe mir Angst macht. Schau so nach oben. Guck dir wieder ihn an. Ich mag sie auch nicht. Aber wir haben nicht viel Wahl. Wenn wir dich hier runterlassen, dann findet dich irgendein Führungsbär oder Bären, wenn wir ein ganz großes Pech haben. Oder vielleicht lauert Haranga da unten. Und ehrlich gesagt, Rotbart, wir sind schon zu dritt hier oben. Wenn du dich an ein Seil hängst, dann können wir dich sogar hochziehen. Möchtest, Trüm, kannst du eine Selbstbeherrschungsprobe erschwert um deinen Höhenangstwert nehmen, aber du kriegst eine Erleichterung von 3 aufgrund, dass Tago und dass Fedosia und Jasper auf dich einreden. Okay, dann habe ich immer noch eine Erschwernis von 3. Kann mein Wohlklang irgendwie noch ein bisschen in der Tat. Oh, Wohlklang hast du, ja, dann hast du nur eine 1er Erschwernis. Auf Selbstbeherrschung, ja? Mhm. Wenn Fedosia das sagt, dann muss das. Ja, ich ziehe eine Karte. Wenn jetzt der umgedrehte. Ah, nee, wir wollen dann. Kein böses. Nein. Zwaffnir ist mit uns, es wird etwas Gutes. Okay. Werden. Ups, dann. Gerade nochmal so. Dann sag doch mal Stopp. Stopp. Okay. Ist
der Ritter des Wassers. Wollen wir doch mal schauen, was uns der Ritter des Wassers sagt. Für alle, die sich jetzt zuschauen und wundern, warum der jetzt gesagt hat, er möchte eine Karte ziehen, bei mir haben meine Spieler bei DSA die Möglichkeit, einmal anstatt zu würfeln, eine Karte zu ziehen. Eine innere Karte. Und ihre Handlung entsprechend weiterzuführen. Das ist der Ritter des Wassers und er war umgekehrt. Und blende ich das gerne mal ein für euch. So, in dieser Form wird die Karte üblicherweise als Zeichen für feurige Kämpfer gesehen. Seien sie es nun Novalis oder Feuermagier der destruktiven Hermetik. Eine Deutung als jemand, der die Wege des Wassers nutzt, um Kämpfen auszuweichen, ist aber ebenfalls möglich. Ich meine, so eine Eiswand, das ist ja gefrorenes Wasser, ne? Und sollte sie, wie du möchtest. Ich habe dir gerade vorgeschrieben, als Prinzip ist das kannst du. Also, da es ja für feurige Kämpfer steht, umgedreht, und ich ja jetzt schon einen doch aufmunternden Pep-Talk bekommen habe von meinem Kollegen, ich mir auch die Blöße nicht geben will, weil das ist schon ganz schön peinlich. Ja, jemand brennt. Erzähl. Ja, und der Captain hat es ja auch geschafft und der hat auch noch Restalkohol. Also. Der Restalkohol hilft wahrscheinlich noch. Brennt das Feuer in meinen Augen und ich gucke Fedosia ernst an und sage, da zieht mich hoch. Ich glaube, die ist trotzdem aufmunternd auf die Schulter. Okay, Alemann, zieht. Das ist auch das Maximum, dass ich irgendwie zustande bekomme. Sind die Yeti schon oben? Nein, die warten und die gehen als letztes. Aber wir sind ja schon zu dritt. Das heißt, wir können theoretisch ziehen, dich hochziehen. Also. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, also ihr kommt dann, alle anderen haben die Kletterprobe geschafft? Ja. Ich habe einen Talentpunkt, also mit anderen Worten, ich bin einmal fast ausgerutscht, aber dann hat es doch mal geklappt. Okay. Ja. Ihr klettert also alle sehr behende da oben die Wand hoch und kommt dann auf so einen kleinen Felsüberhang, bleibt ihr dann stehen und blickt in einen Tunnel herein, in dem von oben tropfend das Wasser tropft und so Nebelschwaden in diesem Tunnel, aus diesem Tunnel heraus wabern. Und was es mit diesem Tunnel auf sich hat, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ja, vielen euch, Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Vielen Dank euch fürs Mitspielen. Ich hoffe, hat Spaß gemacht, auch wenn heute nicht so viel passiert ist. War heute etwa ein etwas gediegenerer Abend. Muss aber auch mal sein, denke ich, ne? Ja, wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Selbe Zeit, selber Ort. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das Video schaut. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Und ich sag dann mal tschüss und bis bald. Tschüss. Tschüss. Baba.